Ich grüße euch, Freunde der Nacht. Es geht los, unser Spiel wird jetzt weitergemacht. Willkommen, ich heiße euch willkommen zu diesem wunderschönen Montag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die Woche, einen schönen Start in die Woche gehabt oder ihr habt gerade einen Start mit mir zusammen. Freut mich auf jeden Fall, euch zu sehen, denn wir entwickeln heute unser kleines Spielchen weiter. Und wir sind eigentlich schon relativ weit gekommen und mir ist aufgefallen, wir haben noch gar keine Sounds drin. Das heißt, das werden wir heute mal lösen. Ich werde mal so einen Button-Sound. Button Sound Free. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh, wie hießen nochmal diese Lizenzen, die man dafür braucht? Oh, wie hießen die nochmal? Die Lizenzen. Ich vergesse das immer wieder. Free Sounds Effect. Oh, sorry. Sound Effect Sound, Button Sound, Free Sound. Vom Orange Sound. Sound, Sound, Free. Ja, das nehmen wir. Der klingt geil. Sound Button haben wir. Read. Muss man immer, wenn ihr sowas seht, irgendwas mit Read immer skippen. Regel Nummer 1. So, dann machen wir jetzt hier Objects. Dann machen wir jetzt hier mal neues Asset und das nennen wir jetzt Sounds. Oh nein, ich habe ein Skript gemacht. So, jetzt öffnen wir alles hier. Sounds. So, dann laden wir den rein. Button Sounds, zack. Haben wir mal ein bisschen Sounds drin, weil momentan Sounds sind so, wirkt das Spiel sofort magischer. Magica. So, das heißt, wir machen es relativ einfach, denn wir haben hier einen Script GUI Button, damit wir es einfach ein bisschen schnell lösen. Bam, 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 bam. Da, GUI Button falsch geschrieben. Oh Gott, ist das peinlich. Keiner gesehen, Freunde, hat keiner gesehen. Keiner gesehen. Achso, ich habe. Ist gar nicht falsch geschrieben. Doch. Nee, ist richtig geschrieben. Habt ihr alle gesehen? Habt ihr alle gesehen? Ist alles richtig geschrieben. So, wir bauen jetzt einen Sound ein. Ich weiß gar nicht, wie man das mehr macht. Ich glaube, wir müssen den Game Manager hier irgendwie so ein Sound Manager und dann nennen wir das jetzt hier irgendwie Audio Source. Ich bin nicht Kai. Was immer. Ich bin Chris. Ich bin kein Kai. Es tut mir leid. Kai ist heute erst um 20 Uhr da. Und der wird mit euch ganz, ganz, ganz viel Spaß haben. Ich bin heute leider nur da. Leider musst du mein Gesicht sehen. Und ich bin der Chris mit ganz viel S hinten. Damit es äquivalent ist zu Kai. Sound. Und dann machen wir jetzt hier Sound Manager. Sound Manager. Klicken 40 mal Enter, damit es sich auch wirklich öffnet. Aber wie geht's dir? Ich begrüße dich trotzdem herzlich hier. Wie geht's dir denn? Hattest du einen schönen Start in die Woche? Oder startest du gerade jetzt in dieser Sekunde in der Woche? Was war das denn jetzt genau? Audio Source war das. Audio Source. Source. Und dann machen wir einfach Public Void Play Sound. Und du brauchst einen Audio Clip anscheinend. Audio Clip. Und dann was Source. Source.play. Ah, sieht gut aus. Und dann Clip. Sieht doch ganz gut aus, oder? Funktioniert? Das funktioniert natürlich nicht. Was möchtest du denn haben? Du möchtest haben. Kann ich dir einmal einen Clip geben? Ein Delay? Okay. Audio Clip? Set? Ich weiß, it's a feature, not a bug. Willkommen, Swobro. Moin, moin. Wie geht's euch, Freunde? Freut ihr euch auf den neuen Start in die Woche? Ich bin gerade ein bisschen das Soundsystem am Austesten. Was ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben mit Unity mit Sounds was gemacht. Muss ja nicht so schwer sein, Freunde, oder? So, das heißt, wir wollen hier eine Audio-Clip serialisieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Private Audio. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich hoffe, wir bekommen das hin. Denn wir wollen jetzt, wenn man einen Button klickt, dass dann halt was passiert. Babam, kennt ihr ja, ne? Game. Ich glaube, dadurch wird das Spiel viel magischer. Get Audio Handler.
Und den müssen wir jetzt ganz kurz reingetten. Und das wollen wir den Audio Manager. Ah, nee, es war Sound Manager. Sound Manager. Und dann serialisieren wir hier noch einen Sound Manager. Sound Manager. Oh Gott, Alter. Ja, passt schon wieder eine sehr kurze Nacht gehabt. Was hast du denn gemacht? Dein Kind wieder? Aber so ist das halt. So ist das, wenn man... Man muss sich auch... War das ein... Klingt hart. Aber so ist das halt, wenn man ein Kind hat, ne? Weil es zieht sich ja auch, ne? Also ich würde jetzt sagen, hey, es wird besser, aber ich glaube, es dauert, bis es besser wird. So, Play Sound. Setzen wir den Clip. So, dann machen wir jetzt Play Sound. Und setzen hier einen Clip. Ey, geil, wenn das funktioniert. Ne, jetzt machen wir anders, weil so müsste ich jetzt alles machen. Play. Wir machen es einfach mal so, obwohl das jetzt nicht wirklich sehr schön ist. So, Play Button Sound. Und dann machen wir hier ein Clip rein, weil dann ist es besser. Audio Clip. Weil dann müssen wir jetzt überall reingehen und müssen den Button Sound, da habe ich nur Bock drauf. Und deswegen machen wir es einfach so. Ist ein bisschen cheaten. Man macht denn immer Serializable rein und nicht das? Und du kriegst gar kein Objekt mehr rein. Und das machen wir weg. Der Clip kommt auch raus. Und jetzt müsste es theoretisch schon funktionieren. Moin, Loscho19! Wie geht's dir? Ja, der konnte nicht schlafen. Nase war zu. Und sobald man den Zwerg hingelegen hat, hat er keine Luft mehr. Oh nein, aber Gott sei Dank lief Gronkh bis heute früh um 6 Uhr. Was hast du denn geguckt? Ich habe gestern auch Gronkh geguckt. Ich habe gestern Gronkh Stardew Valley geguckt. Ich finde, das ist einer seiner besten Let's Plays. Ich habe es aber nur einmal gesehen. Aber das habe ich gestern geschaut. War ziemlich cool. Ey, wenn das jetzt funktioniert, dann feiere ich mich. Gut, funktioniert nicht. Ich weiß auch warum. Typisches Problem. Jetzt müsste es aber funktionieren. Geil! Geil, oder? Also der Sound ist echt scheiße, aber wir haben einen Soundmann. Hallo Halbe! Wie geht's dir, Halbe? Hast du eine gute Erholung gehabt von deinem Geburtstag? 40 Jahre, Halbe. Stolzes Alter, das du erreicht hast. Willkommen, Halbe. Hast einen schönen Start in die Woche gehabt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier nicht gerade suppel. 712. Das sieht ja langsam nach was aus. Yeah, langsam wird's, mein Freund. Ich baue gerade Sounds ein. Ich hoffe, die sind nicht zu laut. Guck mal, wir haben jetzt auch Perks. Trades sind das. Wir sind gierig und wir sind liebevoll. Erkennst du ja auch sofort, oder? Halbe? Und dann haben wir ein Inventory System, zeige ich dir auch mal, wo wir so ein Geld verdienen. Guck mal, und da siehst du unser Trade System. Dadurch, dass wir gierig sind, können wir das Geld nicht meiner Schwester geben. Und dadurch ist das geblockt. Du, Frage, wäre es ein großer Aufwand für dich, dieses Format auf YouTube hochzuladen? Ich schaue es mir auf Twitch einfach nie. Jetzt laden wir hoch! Also wir haben halt einen ganz, ganz kleinen, also wie gesagt, das machen wir extra, weil jemand sich das auch gewünscht hat, genauso wie du auch. Du kannst dir einfach Entwickler-WG suchen. Hier sind wir. Und hier sind Videos von uns. Da! Bam, bam, bam. Machen wir extra gemacht, weil Leute sich das gewünscht haben. Und hier ist auch Kai drin. Alles ist eigentlich hier drin. Hier laden wir unser ganzes Twitch-Ding dann einfach hoch. Und wenn du Bock hast, kannst du dir das angucken. Also wir machen natürlich, wir schneiden es nicht. Wir machen es nicht irgendwie besonders. Wir laden es einfach 1:1 hoch. Deswegen siehst du mal 2 Stunden, 2 Stunden, 4 Stunden. Kai ist länger online als ich. 2 Stunden war ich wieder 2 Stunden. Ich bin immer so 2 Stunden, Freunde. Da sind wir, eigentlich sind hier alle Videos hoch. Twitch Game Dev 3, 6. Der Traum geht weiter. Twitch Game Dev. Ich habe keine Ahnung, wie Thomas das hier benennt. Game der 5, 8, da fehlen irgendwie ein paar. Kümmere ich mich nochmal drum und rede nochmal mit Thomas, dass das ein bisschen besser wird. Aber das machen wir, Loscho, also ist gar kein Problem. Nö, mir geht es beschissen, bin beim Arbeiten, habe um 6.30 Uhr angefangen, erstmal mich übergeben. Ach du Scheiße. Ja, dann geh doch nach Hause, Mann, wenn du krank bist. Da musst du nicht durchzwingen, mein Freund, oder? Also wenn du krank bist, geh doch nach Hause. Genau, und hier. Von Code Tober. Oh, wir sind gerade Tag 18. Unser cooles Spiel weiter. Und
Das ist ja krass delayed. Guck mal, wo wir da noch waren, Freunde. Da habe ich noch einen Tee getrunken. Wir können eigentlich jetzt fast alles einbauen. Ein paar Sachen müssen wir dafür, glaube ich, noch einbauen. Ha, fast alles einbauen, sagt er. Der Typ hat gar keine Ahnung. Gibt's auch eine Katzensteuer? Muss leider auch mal in den Lurk, aber macht echt Spaß hier. Bis bald. Da ist sogar eine Playlist da, das ist ja cool. Ah, das können wir sogar schöner. Ah, das macht Thomas ja richtig toll. Da muss man Thomas. Gothic Bingo, das steht diese Woche an, Freunde. Das ist ja cool, dass Thomas das macht. Aber es ist weit hinterher. Wir sind erst bei Game Dev 14. Guck mal, hier ist Kai noch drin. Haha. Oh Gott, da habe ich angefangen. Guck mal, das war unser Anfang. Das war unser allererster Anfang, Freunde. Da ist das Spiel. Okay, es hat sich kaum verändert, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, guck mal schnell wieder aus, sonst bin ich deprimiert. Ja, wenn ihr es irgendwie gucken wollt, hier spielen die Spielentwickler-WG, da findet ihr das auf jeden Fall. Hier laden wir das hoch für die Leute, die daran Interesse haben. Meine Oma ist tot. Hallo, tot. Danke. Danken tut es dir aber auch keiner. Ja, das ist das Ding. Ich habe jetzt gerade das Problem halt auch mit jemandem gehabt, der krank war. Und manchmal ist es besser einfach zu sagen, hey Mann, ich bin krank, ich gehe nach Hause, ich werde gesund und dann arbeite ich wieder. Bevor man halt auch so halb krank, so halb arbeitet. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, wenn du krank bist, gehörst du ins Bett und nicht auf der Arbeit. Aber ich sag das so einfach. Natürlich sagst du jetzt bestimmt, halbe kommt gleich an. Ja, geht nicht, wenn du halt allein bist, genau. Ist halt doof, wenn keiner da ist, so, ne? Das ist auch Verantwortung, die man trägt. Kann ich aber auch verstehen, halbe, ne? So, hier funktioniert das schon mal nicht, die Sounds. So, was kaufen wir uns? Irgendwie passt der Sound nicht so wirklich, ne? Wir sind Bestatter, Absage. Was wollen wir denn heute machen? Ich habe keine Ahnung. Wir wollen irgendwas hiermit machen. Ach genau, ich weiß, wir können uns jetzt hier Items kaufen. Wir kaufen uns mal Stuff. So, dann kaufen wir uns jetzt mal ein Animal, ein Zitaga und jetzt haben wir das quasi hier als Item. So, das müssen wir erstmal schöner machen. Der zweite Punkt ist, dass man irgendwie so anzeigen soll, was das hier ist. Vielleicht kann hier unter einfach noch ein String stehen, da können wir vielleicht nochmal ein bisschen das bearbeiten. Das machen wir auch. Kann man das Spiel auch spielen, wenn ich darf? Ich glaube nun, das ist noch lange nicht fertig, Toad ist cool. Also das dauert noch, bis du es mal spielen kannst. Hallo Leitjan, willkommen! Willkommen, wie geht's dir? Wie geht's euch? Hattet ihr eine schöne Woche, Freunde? Freut euch aufs... Andersrum. Hattet ihr ein schönes Wochenende? Freut ihr euch auf die Woche? Weil es kann auch sein, dass es so verrückte Leute gibt, die freuen sich auf die Woche. Weil ich gehöre zum Beispiel dazu. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, oh Gott, wann fängt eigentlich die Woche an? Und jetzt ist endlich ist sie da und ich bin wieder live mit euch. Und ich denke immer um 13 Uhr, wenn ich ausmache, oh Gott, wann ist wieder der nächste Tag? Weil ich habe mega viel Spaß gerade mit euch. Ich habe mir auch schon das nächste Projekt rausgepickt. Denn, wird das Spiel Ähnlichkeiten mit RimWorld haben? Nein! Nein! Jein! Also es gibt ein Element, was ähnlich ist, Oscar. Ein Element ist ähnlich, das ist ganz witzig. Also das Spiel wird absolut keine Ähnlichkeiten mit RimWorld haben. Aber eins gibt es, bei RimWorld gibt es doch Traits, die du haben kannst. Dass du hübsch, gierig und so weiter bist. Und das haben wir hier im Spiel auch drin, denn wir haben hier Thomas und der ist aktuell gierig und er ist liebevoll. Und die haben hier, ähnlich wie bei RimWorld, Entscheidungen von dem, was du tust. Zum Beispiel, meine Oma ist gestorben und ich kann, deine Oma ist gestorben und hat dir Geld vererbt und deine Schwester kommt auf dich zu und braucht halt das Geld. So, und jetzt kann ich eine Entscheidung treffen und sagen so, hey, ich brauche das Geld nicht, ich gebe es meiner Schwester und ich kann diesen Button nicht anklicken, weil ich gierig bin. Wenn ich nicht gierig wäre, könnte ich diesen Button anklicken. Und das ist irgendwas mit RimWorld. Hast du das RimWorld DLC gesehen? Loscho, das haben wir gestern gespielt und ich bin mega gehypt. Super, super cool. Ähnlich wie Crusader Kings 3, da ist es, Oscar. Genau davon ist, das ist meine Inspiration, Crusader Kings 3, weil ich fand das Feature mega schön, weil ich finde, Events lockern halt Spiele auf und ich finde es halt schön, das auf einen Charakter zu mappen, weil ich mag halt Rollenspiele. Naja, aber sobald der Dienstag rum ist, wird die Woche gut. Was hast du denn bis Dienstag? Also, Montag und Dienstag sind bei dir zwei Tage. Habe zwei Wochen keine Schule. Oh, warum hast du keine Schule? Warum hast du frei? Ferien? Sind gerade Ferien? So, jetzt können wir hier zum Beispiel, ich brauche das Geld, wir können halt nur das annehmen. So, dann kriegen wir das Geld rein. Und was ich jetzt einbauen wollte, war, dass man halt besser sieht, weil gerade keiner von euch weiß, dass das gierig ist, oder? Oder dass er liebevoll ist. Und das wollen wir jetzt quasi einbauen. Genau, und wenn ihr, wie gesagt, auch Grafiken haben oder irgendwas machen wollt, Sounds, könnt ihr das hochladen.
Warum wart ihr eigentlich Donnerstag und Freitag nicht online? Was war los? Wir hatten ziemlich viel Stress, weil Questdesign ziemlich viele Probleme gemacht hat. Also Probleme waren im Questdesign da und da musste ich halt ziemlich viel Zeit reinbuddern und deswegen konnte ich nicht live, Freunde. Aber du bist nicht der Erste, der das beobachtet, Halbe. Ich habe schon Nachrichten bekommen, warum ich nicht online bin. Wir probieren aber diese Woche wieder regulär online zu sein. So, das heißt, Freunde, dann gehen wir in die Trades mal rein. Dann sind wir hier die Elements. Guckt euch das mal an. Bam. Okay, ich habe daneben geklickt. Bam. Da ist es. Und das ist unser Bild. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir das ein bisschen anders aufbauen wollen. Dass wir hier drunter ein Game-Object machen, was wir wieder löschen. Weil wir brauchen das nicht. Wir machen erstmal hier ein Image rein. Und das skaliert sich erstmal voll mit. Und dann machen wir nochmal einen Text rein. Und dann machen wir hier dieses Image raus, machen dieses Canvas-Renderer raus und das Trade-Element bleibt aber drin und dann machen wir noch ein Vertical-Layout und dann ist alles kaputt. Geil. Dienstag ist immer Bürotag, das heißt aktuell leider circa 1,5 bis 2 Stunden Fahrzeit pro Strecke. Alter, das ist heavy. Ich habe damals in Frankfurt gelebt, und ich musste damals ich habe in dem westlichsten Ortsteil gelebt. Meine Uni war Stadtmitte und ich musste auch eine Stunde dahin fahren. Und ich hatte so keinen Bock und das hat mich so kaputt gemacht, ohne Shared-Light-Jahren. Also ich kann das voll, das schlaucht so brutal, das geht gar nicht. Also ich bin auch super empfindlich dafür. Oh nein, hättest du das im Live nicht zeigen können dürfen, wäre auch mal. Aber ich glaube, das klingt immer interessanter, als du denkst. Im Endeffekt bin ich in Google Drive-Dokumenten rumgesurft und ich glaube, das hätte dich ziemlich gelangweilt. Aber ich glaube, es klingt immer interessanter, als man denkt. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Wir können das gerne mal machen, wenn ihr darauf Bock habt. So. Ich glaube wirklich, dass das sehr langweilig für euch wäre. So, dann steht jetzt mal gierig dort. Und dann machen wir das mal auf 18. Bip, 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 bip. So, und dann kommt hier das Image hin. Und das Image muss aber leider, dadurch muss es entweder oder. Es muss halt irgendwie 60 mal 60 sein. Es muss ja irgendwie... Ah ja, es ist Upper Center. Nee, Upper Mitte, Left. Mitte Center. So. Dann haben wir gierig und wir haben hier unseren Text. Und dann speichern wir das einfach mal ab, Freunde. Und dann hüpfen wir ganz kurz nochmal rein. Denn wir geben jetzt nochmal einen Text. Und dann haben wir schon gefixt, Freunde, haben wir schon geschafft. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Programmierung, bin ich immer für euch da, Freunde, könnt ihr reden. Das heißt, Leitjan, du bist jetzt gerade im Büro. Und du bist schon 2 Stunden Auto gefahren. Das habe ich jetzt interpretiert draus. Text ist gleich trade.getText. Haben wir nicht. GetName. Ja, wenn du das erklärst, warum du das alles machst, ist es vielleicht interessant. Mich freut es schon, dich mal was arbeiten zu sehen. Sonst sieht man dich nur Kai arbeiten und dich zocken. Hallo? Was mache ich denn gerade hier, Halbe? Ich bin fleißig am Arbeiten. Nee, nur Dienstag zum Glück. Ansonsten kann ich Homeoffice machen. Ach so, deswegen ist Dienstag vorbei. Ich verstehe. Ich habe gedacht, Montag und Dienstag müsstest du hin. Und kann man da nicht mit dem Chef reden irgendwie? Wahrscheinlich hast du es ja probiert, wäre dummer Input. Im Endeffekt, denke ich, ist es immer so ein Wirtschaftsmodell. Also ich denke aus meiner Sicht, wenn ich dann Chef wäre, du müsstest mich überzeugen, dass es mehr bringt, dass du nicht herkommst, so in eine Richtung. Also eigentlich ist es Business. Du musst mich dazu bringen, dass ich sage, hey, bleib lieber zu Hause, du bringst der Firma mehr. Gierig! Lovely. Herzchen. Geil, Mann! Funktioniert, Freunde. Das Einzige, was mich gerade noch stört, dann funktioniert es. So, dann hüpfen wir hier mal rein. Dim, 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 dim. Denn das würde ich ganz gerne mittig haben wollen und das auch. Und jetzt müsste es passen, Freunde. Jetzt gucken wir uns das mal an. Dann seht ihr auch, was wir hier machen. Das meine ich ja, wobei die Uhrzeit halt für Leute, die auch arbeiten, schwierig sind. Oh, aber es sind... Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben hier eigentlich mehr Leute, die uns zuschauen, als wenn wir abends streamen. Das heißt, gestern waren wir maximal Peak 56 Leute. Irgendwie sind mehr Leute, die nicht arbeiten. So, ich gehe mal Mittagessen vorbei. Halb, ich hoffe, es war lecker. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dich ganz kurz zu sehen. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Und dein Seitenhieb kam auch raus. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag.
Und ich hoffe, es er besser wird. Vielleicht passiert ja was Positives. Geh positiv ran, Halbe. Du schaffst das. Halbe. Halbe. Vielleicht passiert echt was Tolles. Vielleicht lernst du die Liebe deines Lebens kennen. Und sie liegt vor dir. Ich weiß gar nicht, ob du schon eine Liebe deines Lebens hast. So, das machen wir ein bisschen kleiner. So, das machen wir ein bisschen größer. Also ja, Leute gucken lieber zu, wie zu arbeiten sind, als ich. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kann auch nur zusehen, weil ich krankgeschrieben bin. Achso, du bist krankgeschrieben. Aber du bist ja eh hier wegen deinen Kleinen auch, oder? Da, ach nee, wie ist das denn eigentlich? Ist denn jemand von euch jetzt gerade, wenn ich mal so fragen darf? Zwobro hat ein Kind und das ist gerade noch sehr klein und ist am Schreien. Und da ist die Frage, jemand ist ja dann Mutterschaftsurlaub. Ich hoffe nicht, ich arbeite mit Frauen 65 aufwärts. Ich weiß halber, deswegen habe ich es ja gesagt. Ich gebe auch Seitenhiebe raus. So, wir kaufen uns jetzt immer ein paar Items. Meine Oma ist tot, alles klar. Der Buttonzorn geht mir jetzt schon mega auf den Sack. Also hat doch nicht so ein gutes Upgrade. So, wir kaufen uns mal so ein bisschen Stuff hier, die vier Text haben. So, besser! Oh, fuck, das wird eng. Ah, GUI. GUI ist das Schönste, was es gibt. GUI macht so viel Spaß. Dann ziehen wir das noch ein bisschen weiter rüber. Das Inventory bleibt so und das Trade-Window, das wird kleiner. Wir werden eh nicht so viel Trades haben, denke ich. Das heißt, das allgemein, das Panel wäre auch mal schön, wenn du mal deine normale Größe hättest, damit ich dich auch besser slicen kann. So, und dann fügen wir jetzt mal die ganzen Trades hier rein. Genau, da seht ihr das Problem schon, das wir haben, und das müsste jetzt auf 4. Problem gelöst. So programmiert man. So, abspeichern. Und jetzt müsste es perfekt sein, du Ekelhafter. Vielleicht bis nachher nochmal. Mach's gut, Halbe. Heute Abend ist ja Kai live, ne? 20 Uhr. Ja, meine Freundin ist eigentlich so. Der Zwerg ist ja erst 7 Wochen alt. Ja, 7 Wochen. Ja. Aber ist auch cool. Ist auch schön. Dann, du bist zwar krank, ist nicht so cool. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber dann kannst du auch Zweisamkeit oder Dreisamkeit. Dreisamkeit euren, ist jetzt was Neues für euch. Du müsstest jetzt nicht mehr Zwobro heißen, sondern irgendwie Threebro. Weil ihr jetzt zu dritt seid. Witzig. Ach, ich mag meinen Humor. So, meine Oma ist tot. Ich kaufe mir jetzt ein bisschen Stuff hier wieder ein. Ich kaufe mir jetzt ein Tier ein. Und jetzt sieht es doch geil aus, Freunde, oder? Jetzt haben wir hier unsere Perks. Jetzt haben wir hier, wir können uns immer noch gleich mal mehr Perks machen, Freunde. Das heißt, was können wir denn, Trades, ich nenne es immer Perks. Das ist nicht in der GUI drin, es ist im Endeffekt in die Logic drin, denke ich mal. Trade Logic, okay. Das heißt, Objects. Hier müsste es drin sein. Aber wo? Requirements, Resources, hier ist es drin, Trades. Was wollen wir alles für Trades haben? LS, was ist denn LS gestreamt habe? LS sagt mir gar nichts. LS, ich überlege gerade. LS sagt mir überhaupt nichts. LS. So, okay, wir wollen den ersten, machen wir mal so wunderschön, oder? Beautiful. Nehmen wir uns mal beautiful. Beautiful. Dann machen wir noch hässlich, weil wir wollen jetzt auch mal 2 Perks haben, die sich ein bisschen gegenseitig beißen, dass wir die nicht zusammen einbauen können. Ugly. Ugly. Dann machen wir noch schlau, dass wir sehr schlau sind. Smart. Dann machen wir, dass wir sehr stark sind. Strong. Was gibt es denn noch? Was haben wir noch? Kennt ihr noch? Landwirtschaftssimulator. Oh Gott. Das kenne ich. Aber witzig, das ist dann Swobro. Kommst du auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich? Weil ich hab damals WoW gespielt, da war ich in der Gilde. Und die haben dann WoW alle aufgehört. Und ich so, hey, was ist denn los? Warum hört ihr denn alle auf? Und die dann so, ja, wir spielen alle Landwirtschaftssimulator. Ich so, hey, seid doch Bauern. Warum spielt ihr denn Landwirtschaftssimulator? Ihr habt das doch draußen. Er so, ja. Und dann waren die immer, die waren auf dem Feld. Haben gearbeitet, dann kamen sie wieder und haben Landwirtschaftssimulator gespielt den ganzen Abend. Fand ich so mega witzig.
Was gibt's denn noch? Irgendwie kreativ können wir noch machen. Und dann haben wir es auch erstmal. Creative. Und dann löschen wir das. Wunderschön. Alter, wir haben keine Bilder, Mann. Ich hätte mir echt so ein... Was kann man denn für wunderschön machen? Das ist doch wunderschön. Dann haben wir kreativ. Kreativ. Das ist das auf jeden Fall. Das ist super kreativ für mich. Lovely haben wir. Smart. Blau. Schlau ist auf jeden Fall relativ safe. Schlau ist so ein Stern, das weiß jeder. Strong ist stark. Das ist stark. Und jetzt sind wir noch ugly. Hässlich. Und da müssen wir jetzt irgendwie noch ein hässliches Symbol haben. Das ist doch hässlich. So. Und mir ist was aufgefallen. Ich ziehe mich mal so ein bisschen hier hoch. Und dann seht ihr den Play-Button auch mal, weil den seht ihr nie. Dann seht ihr das Spiel mal völlig neu. Guck mal, da ist ein Play-Button. Habt ihr gar nicht gesehen davor, ne? Das ist mir aufgefallen, als ich VOD von mir gesehen habe. Ich so, man sieht ja gar nichts. So, und das geben wir alles jetzt mal unseren Charakter. Denn wir sind einfach alles. Wir sind hässlich, schön. Und da sehen wir den ersten Fehler schon, denn wir können nur eins haben. Wir können ja nicht schön sein und hässlich. Kann man schön und hässlich zugleich sein? Jein, ich bin halt mega das Dorfkind. Ach so, aber das nicht selber. Geil! Es sieht doch cool aus, oder? Wunderschön. Das ist nicht so schön. Ich bin jetzt einfach hübsch, kreativ, gierig, lovely, schlau, stark, hässlich. Das soll so eine Genmanipulation sein. Das heißt, wir nehmen den Namen Beautiful, nehmen wir es einfach hübsch. Dim. So, hübsch, kreativ, gierig, lovely, hässlich, stark, schlau. Ich finde, das hat was. Das Spiel formt sich langsam. Heute machen wir ganz viel Kleinzeug, weil das nächste, was auf der Agenda steht, ist quasi, dass wir die Traits, nicht die Traits, sondern dieses Panel hier verändern wollen, indem wir die Perks verändern wollen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Ich weiß gerade selber nicht, wo das ist. Personal Information Panel. Hä, wo ist denn das hier? Die Perks, wo entstelle ich die denn hier? Da. Ist ja dumm. Warte, wir ziehen das mal ein bisschen höher, aber das ist ja super dumm, dass das hier unten ist. So. Bam, 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 bam. Remove. Und jetzt haben wir es quasi hier. Und dann ziehen wir mal das Prefab da rein. Denn das kommt da rein und da stört mich aktuell, dass der Button hier hinten ist. Vor allem, den können wir auch mal einen schöneren Sprite geben, der noch bestimmt so ein Plus-Ding, oder? Da, guckt euch das mal. Plus, sieht doch schicker aus. Und Button müssen immer eigentlich, das, also in dem Kontext muss es 40-40 sein, damit das so ein Plus hat. Und das müssen wir jetzt irgendwie verändern, weil das stört mich gerade aktuell. Ich hätte ihn am liebsten eigentlich hier. Und das hätte ich dann... Das ist auch doof, ne? Eigentlich müsste ich das denn als Kindsobjekt... Das kann ich nicht machen. Er sagt mir, nein! Mist. GUI-Perk-Element. Alles klar. Dann überspeichern wir dich mal. Und hüpfen da mal rein. Und jetzt müssen wir es mal verändern. Denn das muss im Endeffekt als Schaltobjekt von dem ran... Ja, sieht gerade sehr awkward aus, ist es auch. Warum geht das jetzt nicht? Ach, fuck. Oh. Das Problem ist, wenn ich jetzt, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine. Denn jetzt werde ich hier GUI Level Up. Das kommt jetzt da rein. Und da werde ich jetzt mehrere reinfügen. 2, 3, 4, 5. Und jetzt seht ihr, dass sich das hier nicht verändert. Und ich weiß halt nicht, wie wir das hinbekommen. Das müsste gehen. Vertikal, horizontal. Geiles Ding. Aber es geht leider
Der Origin ist doch richtig gesetzt, oder? Ja. Guckt euch das mal an. Das funktioniert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die rausnehme. Funktioniert jetzt leider nicht. Warum slicest du dich denn nicht an dem Objekt hier ran? Warum hast du denn... Ah, die haben den falschen... Nee. Warum bist du nicht da? Das ist nicht so einfach. Er nimmt die Größe an, das ist schon mal richtig. Ihr seht, wenn ich packe neue Sachen ein, passt. Prefer Size Minimal Size. Und wenn ich jetzt noch eins hinzufüge, ja. Okay, ich sehe, das Problem ist, glaube ich, das hier ist das Problem. Da, der Pivot Point ist das Problem, der muss bei 0. Bei x auf 0, dann heißt es jetzt dort, oder? Geil, es funktioniert! Whoop! Geil, Chris hat Ahnung, was er hier tut, Mann. So, wir haben den Pivot Point jetzt auf 0 gelegt, das heißt, er breitet sich von da aus immer ein. So, was wir jetzt tun... Ja, okay, wir haben das Problem aber nicht gelöst, oder? Haben wir das Problem gelöst? So, wir können jetzt, ist die Größe verändert sich, seht ihr das? Das wird jetzt kleiner. Und das Ding ist, jetzt passt sich an. Das heißt, wenn ich ein neues Ding mache, wird das Ding größer. So, das ist schon mal gut. Das bedeutet jetzt, dass wir dieses kleine GUI-Element hier, dieses Ding, muss ich jetzt irgendwie da andocken. Das heißt, es muss irgendwie da angedockt werden. Okay, ich probiere was aus, Freunde. Ich probiere was aus. Heute ist wirklich experimentell, Alter. So, ich nehme dieses Vertical Horizontal weg. Copy. Das fügen wir jetzt hier rein. So. Jetzt haben wir das quasi nochmal neu gemacht. Wir haben es quasi jetzt eine Instanz runtergezogen. Zack, zack, zack. Und er bleibt halt natürlich auch klein. So, das bedeutet, Freund, du kriegst jetzt den Content Size Fitter. Ey, keine Ahnung, ob das funktioniert, was ich gerade hier tue. Und das Parent Objekt kommt halt weg. So, das heißt, wir haben alles eine Ebene runter. Wir sagen jetzt Constrain horizontal machen wir Min Size. Und das machen wir auch Min Size. So, das sieht gut aus. Das bedeutet, das Panel kann ich nicht bewegen, warum auch immer. Okay, wir machen alles Undo. So, das ist richtig eingestellt. Jetzt, ach Mann, wie mache ich das denn am besten? Bestimmt ist das voll dumm. Wenn ihr irgendwie einen Input habt, könnt ihr es natürlich gerne geben. Ich habe jetzt dieses Element hier. So, das ist jetzt mein Element. Jetzt möchte ich, dass du Child-Objekt von dem erstmal bist und dass du erstmal an Position 0,0 gehst. GUI ist immer so ein Kampf. Hast du schon einen neuen UI Bilder, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Den kann ich mir mal angucken. Keine Ahnung, was man tut, das ist immer gut bei der Softwareentwicklung. Hast du vorher bei SAP oder Microsoft gearbeitet? Aber so fängt jeder an, mein Freund. So fängt jeder an. Nee, ich habe mir den UI-Bilder noch gar nicht ausprobiert. Was ist das denn, Lightyan? Erzähl mal. Soll ich das mal ausprobieren? Ist das gut? Ich habe ja so ein bisschen Ahnung, was ich tue. Ich verstehe ja die ganzen Systeme. Ich gucke jetzt nur, wie die Kombination davon so funktioniert. So, dieses Panel kann ich jetzt bewegen und das ist sich angedockt. Okay. Ich kenne ihn leider auch nicht, aber es soll so einiges besser sein. Den schaue ich mir dann mal an. Guck mal, das ist schon mal richtig geil. Das Ding ist halt, ich sehe auch ein bisschen fancier, was ich möchte. Ich möchte jetzt, dass der Button... Ich mach's anders, Freunde, ich hab's. Ich suche aktuell auch nach Leuten, die mir sagen, ja, nimm das, das ist besser. Ach so. Ja, ich denke, man kriegt alles hin, weil ich habe jetzt gerade eine Lösung gefunden, wie ich das Problem löse. Und das ist eigentlich ganz simpel, eigentlich ganz smart, wie ich es jetzt mache, weil ich packe das jetzt hier mit rein. Ich zeige euch das, wie ich das jetzt gleich löse, das Problem. Und zwar möchte ich jetzt, dass die Größe doch hier 40 ist. So, nee, 35 gefällt mir doch besser. Und der ist jetzt auch 35. Und zwar, der Plan ist, ich instanziere ein neues Objekt und dann setze ich es quasi davor.
Ich instanziere ein neues Projekt, setze es davor, instanziere ein neues Projekt, setze es davor. Und dann können die unterschiedlich lang sein, das ist mir scheißegal. So, das machen wir jetzt. Das geht relativ fix, sagte er. So, ich instanziere das Objekt hier. Da bin ich drin. GameOfRing.sibling. Wie ging das denn? Was Transform? Ah ja. Set at first sibling. Fertig. Es müsste schon funktionieren. Also man findet immer eine Lösung, sage ich mal. Das ist ja Programmierung. Die Frage ist immer nur, wie lange brauchst du, um eine Lösung zu finden. So, das müsste jetzt eigentlich alles klappen. Jetzt sieht es, glaube ich, besser aus. Geil! Funktioniert. Ah, okay, es ist genau geflippt. Ja, okay. Ergibt Sinn aber. Cool, oder? Es ist genau geflippt natürlich, weil ich... Ja, ich darf es nicht. Guten Morgen, Sanja Dev. Wir machen heute ein bisschen GUI-Kram. Was machen wir sonst? Und ich wollte ein bisschen tricky sein. Ich finde, ich bin auch sehr tricky. Aber ich bin nicht so tricky. Okay, wir müssen ein bisschen Sibling Count. So, wir holen uns den Index. War Index ist gleich. So, dann holen wir uns den Index und den Index machen wir instance.gameobject.transform so ein set sibling. Und da machen wir Index minus 1. Bam, 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 bam. Müsste funktionieren. Weil jetzt machen wir quasi, dass wir jetzt reingehen. Ja, funktioniert. Geiles Ding. Sieht ein bisschen schöner aus. Das, was wir jetzt müsste ich eine Argumenten out of range bekommen. Ja. Alter, mit Vorhersage. So muss das sein. Hier, don't call me chicken, Mann. Passt schon, geht mir gerade auch am Anfang aus. So, Mann. Ich krieg das richtig geil hin. Geil. Current Level. So, ich darf nicht höher als mein Max-Level natürlich sein. If. Habe ich mir das Max-Level abgespeichert? Nein. Private and Max-Level. Ist gleich nichts. Und das setzen wir jetzt hier bei Init. Max-Level. Das Schönste ist, man kriegt es, also so geht es mir halt, also meine Erfahrung ist, man kriegt es irgendwie immer hin, Freunde. Ihr kriegt es immer hin, ihr dürft nur nie aufgeben. Und vielleicht ist es nicht die beste Lösung, aber es funktioniert. Und wenn dann neue Probleme kommen, refactort ihr, Freunde. Nicht aufgeben, sagen, hey, ihr seid so schlecht oder so, ihr kriegt alles hin. Das ist das Schönste am Programmieren. Man kriegt eigentlich alles hin mit genug Zeit. So, wenn das kleiner ist, ist man Max-Level kleiner gleich. Deswegen lasst euch niemals umgehen. Wenn die beste Lösung euch nicht einfällt, denkt nochmal drüber nach. Ihr kriegt das hin, Freunde. Hundertprozentig glaube ich da an euch. So, siehst du, jetzt haben wir das auch gefixt. Jetzt haben wir... So, jetzt will ich, dass daneben die Kosten noch stehen. Ach nee, das daneben ist immer problematisch. Doch, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Freunde. Wir kriegen es hin. Denn, was habe ich euch gerade gesagt? Warte. Ich darf nicht, ich darf, glaube ich, nicht das Lied spielen, schade. Aber sonst würde ich jetzt von Digimon lebt deinen Traum spielen. Genau, was wir halt hinbekommen ist jetzt, dass wir wollen, dass wir jetzt, ich zeige euch das ganz kurz, wir wollen jetzt ja machen, dass es Geld kostet, Freunde. Wenn ich da draufklicke, hier, soll es ja Geld kosten. Und ich soll es ja nur machen können, wenn ich Geld habe. Ich bin zu schlecht, erstmal PC aus dem Fenster kicken, er ist schuld. Oh, kennt ihr, für die Älteren, kennt ihr Cheater Report oder das davor Gamers Day oder so? Kennt ihr das? Du dürftest es nachsingen. Ich glaube, das wollt ihr nicht hören. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Das Perk-Windows ein bisschen schicker. Und zwar machen wir vor allem auch erstmal das Perk-Window noch ein bisschen weiter runter. Okay. Warum kann ich das nicht einstellen? Das verstehe. Okay, ich muss das irgendwie, er halbiert das quasi. Kann ich keine Gewichtung dann angeben oder so? Das ist ja voll dumm. Cool. Verändert sich gar nichts.
Dann gehen wir in das Panel rein, in den Perks. Panel. Die beiden. Die müssen in Space haben. Passiert wieder nichts. Cool. Okay, dann machen wir, dass wir die Höhe bitte kontrollieren dürfen. So. Perks bitte ein bisschen kleiner. Dann passt das. So, jetzt instanzieren wir die Perks. Jetzt wollen wir einstellen. Oh, das ist ein bisschen komplizierter jetzt leider. Obwohl es geht eigentlich. Jetzt wollen wir einstellen. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Wenn ich jetzt so einen Button habe und ich möchte jetzt mich aufleveln. Ich möchte jetzt sagen, hey, Computer Science möchte ich skillen. Blub. Und das soll ja Geld kosten. Und das müssen wir halt hier hinschreiben, Kosten. 2000, 3000, 10.000. Und das machen wir jetzt. Das, kennt jemand das Lied? Würde mich mal interessieren, ob das jemand kennt. So, du bist jetzt ein Perk-Element. Du gehst dann da bitte rein. So, wir sind jetzt hier drin und jetzt müssen wir den Button uns suchen. Hier, okay. Und da müssen wir jetzt ein Prefab machen. Nicht ein Panel, meine ich. Und da ziehen wir jetzt das Button-Ding rein. Ja, ich kann es nicht machen. Das speichern wir, öffnen wir. Und jetzt müssen wir quasi hier, wir sind wieder in diesem schönen Windows hier drin. Und ich glaube, das machen wir jetzt Content Size. Er sagt mir jetzt, hey Digga, irgendwas stimmt hier nicht, Mann. Aber es müsste. Kommt dir bekannt vor, aber das kennst du nicht. Interessant. Hey Digga, das läuft gar nicht. Deine Mutter kann es nicht machen. Meine Mutter kann es echt nicht machen. Das muss ich ganz echt zugeben. Die kann das auf gar keinen Fall machen. Okay. Das müsste theoretisch diese Größe haben. Wenn ich etwas Neues hinzufüge, ist es automatisch auf Null. Fuck, Mann! Hi, grüß mal Stefan von mir. Kann ich super gut ausrichten. Ich glaube, den sehe ich heute noch. Dann mache ich das. Ich grüße ihn sehr von dir. A.G. Heger. Ist das korrekt? Fuck, warum geht das nicht? Mann, warum geht das nicht? Ich habe mein Panel hier. Wie mache ich das am besten? Ich könnte es halt programmiertechnisch halt einfach lösen. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Kannst auch Connor sagen. Richtig aus, mache ich. Da freut er sich bestimmt. Kennst du ihn von Tutainment oder woher kennst du ihn? Dank ihm follow ich euch. Ah, cool. Aber dich kenne ich ja nicht, ne? Dann kenne ich dich noch nicht, Connor. Weil ich habe ja auch bei Tutainment gearbeitet. 2 Jahre lang. Tutainment ist ein Publisher, der in Magdeburg hier war. Der ist leider nicht mehr, oder? Der ist nicht mehr in Magdeburg. Sondern ist jetzt in Berlin, glaube ich, wieder. Nee, kam er später dazu. Ja, vielleicht hast du ja Code von mir benutzt, mein Freund. Weiß ich ja nicht. Vielleicht hast du ja was Schönes von mir gecodet. Also den schönen Code, den du im Projekt gefunden hast, der kam von mir. Sicherlich. oh Mann, ich struggle gerade hier so ein bisschen. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich will dieses Panel haben, weil ich will die Button... Und ich möchte, dass dieser Panel die Größe von deinen Schaltobjekten annimmt. Das kriege ich aber nicht so einfach hin. Ihr seht ja, dass das Objekt da drüber automatisch die Größe annimmt von dem da drunter. So, wenn ich das jetzt so ziehe, dann passt automatisch das Schaltobjekt sich an. Das funktioniert. Geil. Das heißt, ich kann das auch verstellen und es verändert sich auch das Schaltobjekt. Das ist super smooth von mir gelöst in meinen Augen. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel einfach hier sagen, hey, gib noch einen Text rein und dann kommt da ein Text rein. So, das Ding ist jetzt so ein bisschen, warte, ich kann das, hey, das ist die Idee. Ich mache es einfach hart gecodet, Freunde. Das ist die, wenn ihr so die Gedanken habt, hey, ich mache es einfach alles fest, dann läuft irgendwas falsch, aber es funktioniert. So, machen wir 1500. Dann muss halt... Das GUI-Element ist auf 36. Warum bist du denn eigentlich zu weit oben?
Das machen wir nicht auf 36, sondern auf 30. Machen wir 2500. Ja, aber wenn noch eine Null mehr, ne? Wenn die Firma umgezogen ist, kann es wohl eher nicht sein. Sie sind ja jetzt räumlich und dementsprechend auch andere Toiletten. Außer sie haben den Code in Magdeburg gesammelt und mit nach Berlin. Hardcoded ist super. Oh Mann. Ja, ja. Super ist das echt. Fühlt sich aber immer ein bisschen falsch an, wenn ihr versteht, was ich meine. So, dann kopieren wir dich nochmal und machen hier ein Dollarzeichen. Und fügen das dann hier an den ganz links an. Blub. Der kommt als Kindsobjekt von denen ran und dockt sich jetzt da an. Komm, dock dich an, Freund. So, jetzt haben wir aber noch 5 Euro. Dann seht ihr, wie scheiße das aussieht. Deswegen müssen wir es jetzt rechtsbündig machen. Perfekto. Guten Tag, Streamer, Make Bad Joke, Joke Cancel. Alle Short Exception. Ja, aber Joke kann auch Null sein, ne? Das ist die Short Exception, die du dann kriegst, wenn Joke.null ist. Goat Streamer kann auch Null sein. Es gibt so viele Probleme gerade in deinem Code, die Null sein können. Und dann kriegst du sofort Probleme. Wir machen gerade hier die GUI ein bisschen schicker und ich bin so semi-mäßig begeistert, aber der Rubel rollt, mein Freund, wie man so schön sagt. Ich schiebe das jetzt hier ran und das Panel wird kleiner. Jetzt kriege ich Rattenschwanz mit, ja, weil ich den Anchor falsch gesetzt hatte. Aber den können wir schnell fixen. Und jetzt machen wir das Panel aus. Freunde, es funktioniert. Jetzt gehen wir hier den Code rein und machen noch hier den Text. Bam, 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 bam. Text Mesh. Funktioniert, Freunde. Ich bin stolz auf uns. Es funktioniert. Und das nennen wir jetzt Requirement Money. Und das ist natürlich nicht Serialize 4, denn wir wollen es serialisieren, Freunde. Einfach Joke. Ja, genau, das würde gehen. Das Dollarzeichen ist etwas tiefer als die Zahl davor. Echt? Das kann. Das geht gar. Stimmt, du hast recht. Alter, sind ja hier Adleraugen. Perfekto. Perfekto. Requirement Money. So. Und das initialen wir, sagen wir. Hat ein Perk denn ein Requirement? Cool. Das machen wir mal so. Ist gleich 1000. Erstmal gucken, ob es funktioniert. Einfach zwei Catch, dann eben ein Joke. Genau, einfach eine zwei Catch rum. Das hatte ich auch mal so cool. Wir waren in der Arbeit. Ich so, das könnte aber Fehler werfen. Okay, zwei Catch. Passt schon. Das Euro, der Euro ist ja schwach, der muss ja sinken. Genau, das möchte ich. So, warten wir, bis Mittag warm ist, dann Essen verteilen und dann WC-Gänge. Dann als Mittagspause bis um 15 Uhr, dann Kaffeerunde und ich bin durch mit meiner Schicht. Um 15 Uhr, alter Halbe, um 15 Uhr kannst du aufhören. Du hast ein Leben, Alter. Altenpfleger, das muss man werden. Da sieht man wieder, da muss man kaum. Hat jetzt schon Feierabend um 15 Uhr. Ihr habt ein Leben. Dünnes Eis hier, auf das ich mich gerade begebe. Was ist da passiert, Freunde? Das ist ja komplett verrutscht. 2 Euro. Ah ja, ich weiß, was der Fehler ist. Wieder mal, was ist der Fehler von Chris Nummer 1? Wer kommt drauf? Was ist der Fehler, den Chris immer wieder macht? Richtig, er zieht diese Sachen nicht rein. Die Scheiße hier. Das nervt mich super, aber in Unity. Meine Referenzen pisse. So, gucken wir mal. Geil, oder? Ich bin stolz. 1000 Euro, 1000 Euro, 1000 Euro. Ja, cool. Haben wir gut gemacht, oder? Wir können es trotzdem anklicken. Okay, jetzt müssen wir definieren, was kostet es, Sachen zu upgraden, Freunde. Das heißt, wir wollen jetzt wissen, wir wollen einen Perk upgraden. Und dafür schreiben wir uns eine Klasse. Natürlich, Freunde, ihr wisst es ja, ne? Das heißt, wir machen jetzt hier eine Anfrage, die sagt, ey, hör mal zu, Logik. Logik-Check. Logik-Check. Wie teuer ist das denn überhaupt? Und das machen wir jetzt, indem wir den Game-Händler aufrufen. Gamehändler.instant. Haben wir hier was wie Perk-Händler oder sowas. Finance, Turn, Job. Job, Turn, Finance, Market. Nein, haben wir gar nicht. Haben wir ja alles richtig von mir gesagt, dass wir jetzt eine Klasse schreiben werden.
Denn wir haben super viele Händler. Ich meine, es sind eigentlich Services, kann man sie auch nennen. Und das nennen wir jetzt Perk-Händler. Eigentlich sind Services. Kein Init, habe gestern eine halbe Stunde gerätselt, warum mein Code nicht geht. Habe vergessen, den Listener zu registrieren. Was auch ein Hauptproblem ist, zu Listener sie aufzurufen. Das ist auch noch so ein Ding, ne? Nee, um 16 Uhr ist Feierabend. Normalerweise hätte ich um 14:30 Uhr Feierabend, aber heute muss ich länger und das in meinem Zustand. Moin! Next Big Idea, Alter. Der Name ist auch geil. Halbe braucht auch eine Next Big Idea. Halbe ist am Verzweifeln bei seiner Arbeit. Ich bin glücklich, Halbe. Mir geht's gut. Du schaffst das, Halbe, Mann! Dann hast du Feierabend. Was steht denn heute an bei dir, Halbe? Was macht ihr? Was steht denn heute bei euch so an? Habt ihr was auf dem Plan heute? Was steht heute bei uns? Heute ist bei uns Bug Monday. Denn wir haben eingeführt, dass es alle 2 Wochen der Montag ist ein Bug Monday oder ein Cheat Monday, Freunde. Das bedeutet, dass die Coder probieren, Sachen zu fixen, also Bugs zu fixen. Und alle anderen haben einen Cheat Monday und die können machen, was sie wollen. So wollen wir die Kreativität fördern. Zum Beispiel Julian, der baut schöne Animationen an, die er immer einarbeiten wollte. Ich werde den Projektplan nochmal neue Prozesse ein bisschen strukturieren. Das wollte ich auch die ganze Zeit machen. Und Kai wird heute sehr viele Bugs fixen, weil er auch die ganzen Bugs, die stören ihn schon ziemlich lange. Und so haben wir quasi definiert, dass es unterschiedliche Sachen gibt. Finde ich eigentlich sehr schön. Ach, solange ich nichts zu tun habe, liege ich auf der Sofa und gucke mit meinem Bewohner zusammen Scrubs. Na gut, Scrubs ist natürlich auch super geil. Coole Idee eigentlich. Ja, ich fand das auch ziemlich cool, weil ihr kennt ja auch die technische Schuld. Technische Schuld bedeutet quasi, wenn ihr mehr Bugs habt, also dass mehr Bugs dazukommen, als ihr eigentlich handeln könnt, so durch die Blume gesagt. Und dafür ist der Bug Monday da, dass alle Bugs, dass die ganze technische Schuld quasi fast resettet werden sollen, ne? Das ist so unsere Idee auch hinter dem Bug Monday. Und natürlich können nicht alle an Bugs arbeiten, denn manche haben halt keine Bugs oder manche Departments nicht. Und da haben wir es dann Cheat Day genannt, dass sie machen können, worauf sie Bock haben. Udemy schillen und einkaufen irgendwann. Oh, einkaufen muss ich auch noch. Udemy, was guckst du denn gerade für einen Kurs? Udemy fand ich damals auch sehr cool, als ich angefangen habe. Ich glaube, was mich an Udemy nur stört, ist, dass sie gefühlt nur was für Anfänger in Anführungszeichen haben. Und sobald du ein bisschen fortgeschrittener wirst, hast du immer die gleiche Scheiße. Technische Schuld. Ach so, du meinst einfach immer fleißig blamen im Git zum Beispiel. Genau. Da ist ein Problem, da ist ein Problem. Könnte man auch so beschreiben. So, Perk-Händler. So, jetzt kriegen wir Public Void Get Costs from Perk. Calculate. Jetzt sollen wir kalkulieren, wie teuer ein Upgrade ist. Calculate Upgrade. Und dann wollen wir ein iPerk haben und dann nennen wir es Perk. Und dann können wir theoretisch jetzt hier eine Lookup-Table und übergeben dann hier ein Float zurück. Und return einfach jetzt mal hier 1000. So. Trade Controller, Game Händler, nein. Trade Händler, Trade Element, da sind wir auch nicht. Wo sind wir denn? Indem wir alles mal wieder hier löschen. Also öffnen wir nochmal alles von vorne, Freunde. So, den Perk-Händler brauchen wir, damit ihr ein bisschen Überblick habt. Und ich auch. Dann öffnen wir das Element und übergeben jetzt quasi hier den Perk. Und dann sind wir hier drin und rufen den Instant.getPerk-Händler. Und dann Calculate Upgrade. Und jetzt übergeben wir unseren Perk, damit er erkennen kann, wie wir das kalkulieren. Und das ist ein Float, den wir hier zurückkriegen. Und den packen wir dann da rein und übergeben hier den. Und dann machen wir hier to stringy. Schönen String wollen wir anziehen, ne? Die komplette C-Sharp Masterclass. Ja gut, ich bin Vollblutanfänger. Hey, dafür ist es mega geil. Also es ist gar nicht negativ gemeint. Also ich finde wirklich, Udemy ist super, super gut für Leute, die gerade etwas Neues. Also ich gucke manchmal auch Udemy noch für Sachen, wo ich mich nicht gut auskenne. Punkt. Und ich finde es halt super cool, weil es ist so aufgezogen, hey, du zahlst halt ein bisschen Geld. Meistens ist es ein Fünfer oder ein Zehner. Und dann hast du halt quasi einen Kurs, der von vorne bis hinten durchgeht. Und bei YouTube stört es mich manchmal, sind manche Videos, das fängt mega gut an und dann hört es irgendwie auf oder so in der Richtung. Deswegen finde ich Udemy schon einen Tuck besser. Und ich finde es motivierender, irgendwie es zu machen. Deswegen finde ich Udemy eigentlich relativ gut. Ja, ich glaube, wer sich einen Kurs für 200 € da gekauft hat, keine Ahnung, also ich koste ja alle 10 € im Angebot, gefühlt alle 3 Monate oder 2 Monate.
Und dafür ist es super, super gut. Und das Problem ist, sobald du ein bisschen besser wirst, so Mittelfeld bis gut, ist es sehr schwer, auf Udemy was zu finden, was nicht, also was dir weiterhilft einfach. Und da finde ich YouTube wiederum besser, obwohl es da auch sehr schwer ist, gute Videos zu finden. Wen ich euch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut empfehlen kann, wenn ihr mit Unity arbeiten könnt, da kennt ihr aber alle Freunde, ich wette. Das ist hier der Code Monkey, heißt der. Den kann ich euch sehr empfehlen. Der hat früher auf jeden Fall sehr gute Videos gemacht. Ich finde seine aktuellen nicht mehr so gut, aber vor allem seine früheren, vor 2 Jahren oder so, wo er angefangen hat, die waren extrem gut. Hier seht man auch, wann ich ja zuletzt geguckt habe. Hier sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessante Sachen drin. Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Die sind auch, ich finde es interessant, weil er hat einen anderen Programmierstil so ein bisschen. Aber kann ich euch sehr empfehlen, das ist CodeMonkey. Heute ist bei mir Demo-Tag, Montags-Demo, spiele heute kleine Indie-Spiele und Demos aus dem Horror-Genre. Oh, nach Halloween nehme ich mir auch mal Drova an einen Montag vor. Oh, da bin ich mal gespannt. Machst du das irgendwie live oder machst du es von deiner Arbeit? Was wirkt so, als du von der Arbeit machst? Bin ich mal gespannt, was du zu Drova sagst, mein Freund. Ja gut, nebenbei habe ich auch noch Code Academy, finde ich auch echt, das kenne ich gar nicht. Da ist halt bei mir das Problem, dass ich leider nicht perfekt Englisch kann. Da ist bei mir Code Academy echt schwierig. Kann ich auch nachvollziehen, aber ich habe das Gefühl, ja, ich glaube, Programmieren lernen Englisch geht noch, weil die Sprache sehr viel ausdrückt, habe ich so das Gefühl. Aber ich weiß, was du meinst, Bro. Ich bin Englisch, ist auch nicht so mein Ding. In meinem Livestream, oh, da bin ich mal gespannt. Dann gucke ich mir das mal an, dein Horror. Vielleicht kriege ich hier Angst. Oder du kriegst Angst, eher gesagt. So, gucken wir uns das mal an. Also du kriegst Angst, weil du das Spiel spielst. Achso, ja, wir müssen jetzt natürlich noch hinzufügen, sonst kriegen wir gleich wieder eine Null-Referenz und das machen wir einfach, indem wir es einfach Perk-Händler. Eigentlich ist es ja ein Perk-Service. Ah, ich muss das mal. Service. Sound. Service. Game. Das ist schon ein Manager und das ist der Player Service. Service. Ah. Fendvario, Dankeschön für dein Follow. Willkommen hier bei der Entwickler-WG. Eigentlich sind wir 2 Leute, aber heute ist nur eine Person da. Oder meistens ist sogar jetzt nur eine Person da. Denn eigentlich ist der Kai auch immer noch da. Wir sind 2. Wir haben angefangen, ein Spiel zu entwickeln. Danke, Benizo. Benizo ist das. Oder es kann auch Benizo. Ich bin nie im Zoo. Ben, nie Zoo. Heißt du Ben und du bist nie im Zoo? Habe ich deinen Namen durchschaut? Ben, nie Zoo. Also der Ben ist nie im Zoo. Das habe ich bestimmt hart analysiert hier. Ihr seht ja, knallharte Analysen von Namen. Also haut mir einen Namen rein, ich analysiere alles für euch. Genau, eigentlich entwickeln wir das Spiel Drova. Das ist ein Open-World-Rollenspiel. Ah. Aber heute entwickle ich mit euch ein kleines Spiel. Leshia Z. Oh, Leshia Z. Okay, es heißt einfach Leshia Z. Okay, mir fällt keine Analyse dafür ein. Okay, alle Namen. Les kann ja auch wenig heißen. Hia kann... Ich bin noch dabei, Leshia Z. Überleg, ich bin noch dabei. Also Les heißt für mich wenig. So, wenig kann es ja heißen. So Les, wenig, ne? Hyja könnte ich aus WoW interpretieren, den Berg Hyjal. Und Zed heißt, also echt, das ist eine schwere Interpretation. Wie bist du auf den Namen gekommen? Jetzt musst du dich outen. Wie bist du auf den Namen gekommen? Leshy, das ist, glaube ich, so ein Waldgott. Ach so, Leshy. Gucken wir mal. Leshy. Klingt aber cool, der Name. Leshy. Ja, stimmt. Guck mal, Leshy. Wir analysieren. Guck mal, das bist du. Leshy. Und jetzt noch dieses AZ. Warum dieses AZ? Knallharten Analysen. Sag doch, hier wird alles analysiert. Waldgott von A bis Z. Ja, genau. Der Waldgott von A bis Z. Geil, Mann. Ich sehe vielleicht etwas weiblicher aus als er war. Wir haben's. Das ist geil. Der Waldgott von A bis Z. Leshy von A bis Z. Geil, das ist richtig geil.
Das gefällt mir richtig gut. Ja, jetzt Leschi, ja, sorry, jetzt hast du das perfekt, ne? Von der Leschi von A bis Z. Richtig cool. Nee, Mann, richtig geil. Das ist aber eine gute Interpretation. Ich glaube, diese Interpretation hast du noch nie von deinem Namen gehört, oder? Ganz ehrlich. Nee, Freunde der Nacht, wer bin ich überhaupt hier? Ich bin Chris. Ich entwickle eigentlich das Spiel Drover mit euch zusammen oder nicht mit euch zusammen, alleine, noch nie, keine Ahnung. Auf jeden Fall entwickle ich eigentlich das Rollenspiel Drover. Das heißt, wenn ihr Rollenspiele mögt, seid ihr hier genau richtig. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das zeige ich mal wieder ganz gerne. Wir entwickeln das Rollenspiel Drover hier. Findet ihr hier den Teaser. Den könnt ihr umsonst spielen. Das ist ein Spiel, was inspiriert ist von Gothic, Morrowind und alten RPGs. Und das ist umsonst, das könnt ihr auch testen. Könnt ihr einfach hier draufklicken und einfach testen, wenn ihr es wollt. Ist ein Pixelspiel, was ein bisschen realistischer ist. Die meisten Pixelspiele haben immer große Köpfe und kleinen Body, RPG-Maker-mäßig oder so. Und wir probieren, so einen Pixelstil zu erwischen, der so ein bisschen realistischer ist und der so ein bisschen fundamentaler ist. Robuster ist, rauer ist, so ein bisschen. Und wir sind, wie gesagt, inspiriert. Wir haben einen Publisher, Deck 13. Und es freut mich, wenn ihr mit dabei seid. Und heute um 20 Uhr streamt der Kai, das ist der andere von der Entwickler-WG, auch persönlich dieses Spiel. Denn ich spiele mit euch ein bisschen ein anderes Spiel. Und das machen wir so ein bisschen hobbymäßig. Immer von 11 bis 13 Uhr ein kleines Minigame. Natürlich auch ein Rollenspiel. Noch nie hast du diese Interpretation gehört. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr interessante Interpretation, die sogar Sinn ergeben würde. Ja, Hydration A bis Z. Krass, aber Short Exception. Erinnert mich so ein bisschen an Terraria. Das ist natürlich ein absolut krasses Kompliment, denn ich glaube, Terraria ist das drittbeste Spiel auf Steam oder so, ne? Wie sieht so ein Publisher-Deal in der Größe aus? Also, wie gesagt, wir haben, Kai und ich haben angefangen, das ist die Entwickler-WG mit dem Spiel, das war 2019, 2020. 2021 haben wir diese Demo rausgebracht, das ist jetzt schon über ein Jahr jetzt her, aber sie ist immer noch aktuell, ihr könnt sie immer noch spielen. Und dadurch haben wir einen Publisher bekommen und die Größe des Deals waren so um, naja, du kannst dir selber mal so durchrechnen, wir sind jetzt 14 Leute, davon sind 10 Leute Vollzeit, die an dem Projekt arbeiten, für 1,5 Jahre ungefähr. Oder was genau ist deine Frage? Ich probiere alles zu beantworten, was ich beantworten kann über einen Publisher-Deal. Robust und fundamental, genauso wie dein Bart. Mann, das freut mich, Mann. Schade, dass er kein Bart hier hat, ne? Das wäre geil, ne? Er hat hier einen Bart. Er hat einen Bart, er hat einen Bart. Er hat einen Bart, er hat einen Bart. Alle haben Bart, nur er nicht und er nicht. Und sie nicht. Aber kann man jetzt hier einstellen, denn wir haben jetzt eine Charakter-Creation erstellt. Und da kann man alles einstellen. Und dann müsst ihr prozentual wie viel abgeben und Deck 13 finanziert die Entwicklung. Nein, wir sind finanziert über eine Förderung. Deck 13 hat natürlich da auch mitgeholfen und alles und weiter, aber prinzipiell sind wir durch eine Förderung finanziert. Und Firmteile haben wir abgegeben, ich überlege, ob ich das sagen darf, ja, darf ich dann, 30% haben wir abgegeben von der Firma, um mit der Zusammenarbeit zu machen. So, wir sind hübsch, kreativ, gierig, lonely, lovely, schlau, stark und hässlich. Wir haben das eingebaut und kriegen null Referenzen. Da waren wir zuletzt dran, siehste. Und ich weiß, glaube ich, schon, hier, Perk Service fehlt. Jetzt müsste es gehen. Perk Series. Oh Gott. Das Leben ist hart für Frauen mit Bart. Aber bei uns im Spiel kann man das auch, gibt es hier auch. So, denn ich fand es super cool, wenn wir, ich hatte ein Gespräch mit jemandem oder mit einer Frau, die unser Spiel gespielt hat und sie hat zu mir gesagt, sie findet es super schade, dass sie, weil wir hatten uns eigentlich entschieden, dass wir kein weibliches Template einbauen bei uns im Spiel, weil es halt super viel Aufwand für uns kostet, ne? Und da hatte ich so das Gespräch mit ihr und die hat mir so geschrieben, hey, sie findet unser Spiel voll cool, es macht ihr voll Spaß, sie findet es nur schade, dass man keinen weiblichen Charakter spielen kann. Und dann denke ich mir so, ja okay, halt ist halt so, ne? Gibt es halt viele Spiele, die das machen, ne? Und dann hat sie zu mir gesagt, sie findet das halt schade, weil sie das Gefühl hat, dass sie nicht immersiv sich in das Spiel hineinversetzen kann, weil sie selber definiert sich ja als weiblich und dadurch spielt sie nur einen männlichen Charakter. Und irgendwie hat mich das so getroffen, ich weiß, klingt voll albern, aber es hat mich so getroffen, dass ich von vornherein jemanden ausschließe, dass er nicht immersiv unser Spiel spielen kann. Und deswegen bauen wir jetzt einen weiblichen Charakter ein. Und das ist halt super viel Aufwand für uns. Es hat einen Aufwand von, einen Scope von bestimmt 20% nochmal. Und dadurch haben wir ziemlich viele Features auch gestrichen. Aber ich finde es halt super, super wichtig.
dass man es gerade in so einem Kontext auch spielen kann. Ist vielleicht ein bisschen albern, vielleicht könnt ihr es nicht nachvollziehen, aber ich finde es halt auch schade, weil da habe ich mir super viele Spiele angeschaut und ich finde es auch sehr unfair gegenüber, weil ich habe das Gefühl, in den meisten Spielen kann man nur männliche Charaktere spielen und ich finde es echt unfair. Ah. Und das war mir halt super, super wichtig und deswegen haben wir da super viel Zeit reingesteckt. Sebatwork, Dankeschön, Deepox, Dankeschön. Wie kommt man denn an eine Förderung an die Höhe? Das ist die Bundesförderung, die es in Deutschland gibt. Da ist die Förderung quasi so aufgebaut, du zahlst 50%, das musst du stemmen, 50% wird gestemmt. Das heißt, du tust 500.000 Euro rein, dann kriegst du 1 Million. Du tust 2 Millionen rein, kriegst du 4 Millionen. Du tust 5 Euro rein, kriegst du 10 Euro. Zwergen haben es doch auch nicht hart. Zwerginnen. Weibliche Chars, echt sehr schön, verstehe es. Ja, ich kann es auch voll nachvollziehen. Und deswegen ist es bei uns halt so, ich muss es ganz kurz zusammenfassen, wie haben wir es jetzt aufgebaut? Es gibt kein, in unserer, wir spielen, unser Spiel baut auf das Keltentum auf. Also sprich auf die Antike. Und in der Antike ist es halt so, dass dieses Frauen- und Männerbild noch nicht so stark dargestellt würde, wie es heutzutage ist oder wie es im Mittelalter war. Das bedeutet, die Frau ist nicht die Rolle, dass die auf dem Feld arbeitet oder so in eine Richtung. Das war ein bisschen anders, vermutet man. Alles Vermutung oder so, wie wir es darstellen. Das bedeutet, bei uns ist es halt so, dass es eigentlich kein geschlechtsspezifisches Weltbild gibt in unserer Welt. Das bedeutet, Männer und Frauen werden davon definiert, was sie tun und nicht, wer sie sind. Das wird aber schon so sein, dass halt 70% oder 80% der Leute als Holzfäller Männer sind, 30% Frauen, einfach nur von der Statur her. Weil Männer haben halt einen größeren Bizeps in der Regel, durch die Blume gesagt. Das heißt aber nicht, dass sie trotzdem wegen ihrem Geschlecht diese Rollen haben, sondern wegen ihrer körperlichen Gegebenheiten. So, und bei uns wird es so sein, dass es Pronomen gibt, die du dir geben kannst und du kannst sie unterschiedlich mappen. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein muskulöres Template und ein feminines, nee, oder ein zierliches Template haben wir. Und die kannst du halt mit verschiedenen Pronomen setzen. Und das war's. Punkt. Moin Chris, moin Chat, hallo Bambus. Bambus Plüschmus. Finde ich witzig, dass du dich genannt hast. jetzt kann ich nicht mehr den Film Alien anschauen, kann nun nicht mehr mit Alien Ripley mitfiebern. Ich finde es voll nachvollziehbar. Wir haben auch mehrere Charaktere eingebaut, eigentlich einen Roboter, der an sich kein Geschlecht angehört. Und es war mir extrem unangenehm, dass es bis zu einem gewissen Punkt keine weiblichen Chars gab. Ja, Leitian, so ging es mir genau auch. Und wir sind halt von Gothic inspiriert. Und Gothic hat eine krasse Hypermaskulinität, die angesteuert wird. Und ich denke, es ist okay, weil die Zielgruppe halt damals auch eine andere Zielgruppe war. Aber heutzutage würde ich es als sehr unverschämt finden, wenn ich sagen würde, hey, spielen nur Männer unser Spiel. So, das will ich ja gar nicht. Warum sollen nur Männer unser Spiel spielen? Das finde ich völlig unfair. Es sollen Leute spielen, die einfach Bock haben, das Spiel zu spielen und die einfach Lust haben, ein Spiel zu entdecken. Und ich möchte kein Spiel für Männer entwickeln. Ich glaube, wenn man ein Spiel für Männer entwickeln möchte, kann man das auch machen. Das ist alles okay. Aber das ist nicht unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind Leute, die einfach Spaß dran haben, ein Rollenspiel zu spielen, immersiv zu sein, eine Welt abzutauchen, eine neue Welt kennenzulernen, Geschichten zu erzählen und so weiter und so fort. Und genau, und deswegen war es uns wichtig, dass wir halt auch die Leute abholen, die das auch machen wollen, auch zum Beispiel Richtung Transgender oder so in der Richtung. Weil ich finde es auch albern, wenn Leute sich da auch querstellen und sagen so, ey, ja, warum seid ihr gegen Transgender, so eine Pisse oder sowas in der Art? Ich will das gar nicht haben, ich will die Pronomen nicht einstellen. Denke ich mir so, ey, Digga, am Anfang stell einfach männlich, such dir einen maskulinen Körper, stell männliche Pronomen ein und drück auf Play. Warum ist es für dich wichtig, was du am Anfang einstellen kannst? Es gibt ja super viele Themen und deswegen bei uns kann man das halt einstellen und dann kann man einfach, wie man sich identifiziert, das ist ein fucking Rollenspiel, Mann. Richtig, das Weltbild in eurem Spiel ist das Weltbild, wie es auch in der Realität ist. Nur manche verstehen es nicht. Finde ich super, super spannend. Denn ich habe das Gefühl, die Antike war in manchen Punkten weiter als wir heute sind, was gerade das angeht mit meiner, was ich gerade recherchiere, zu Homosexualität, die natürlich auch da aktuell ist, im Keltentum auch vor allem. Natürlich war Homosexualität da auch, denke ich, ich bin Laie, ich weiß es gerade nicht, so gut angesehen, aber irgendwie offener als heute, habe ich manchmal das Gefühl. An sich ist es einfach wichtig für alle Studios, Publisher, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, es ist ein Thema, was aktuell ist. Es ist ein Thema, was mich auch ein bisschen ankotzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch so ein Mindset habe wie ihr. Ich sage einfach so, hey, jeder Mensch soll leben, wie er glücklich ist. Ist mir scheißegal, ob er Mann ist, ob er Frau ist, ob er Transgender ist. Jeder soll einfach nur fucking glücklich sein. Ihr habt nur ein Leben, tut das, was ihr tun könnt. Aber leider, leider, leider ist es naiv. Die Welt ist einfach nicht so. Und deswegen muss man sich
auch Stellung beziehen. Leider so ist es. Nur weibliche Chars einbauen zum Anfang und den männlichen erst später. Ja, das könnte man auch machen. Hey, Frage, Chris an dich, vielleicht kannst du uns helfen. Ja, wir brauchen einen AI-Entwickler für Unreal 5. Würdest du vielleicht dich mal umhören? Vielleicht habt ihr da jemanden. Das kann ich sehr gerne machen. Ich kenne gerade spontan niemanden mehr. Aber kann ich machen. Danke, Bombus. Vielen, vielen Dank. Frau Somanza, du kannst mir einfach per PN mal schreiben, was genau für Anforderungen du hast. Dann können wir dafür mal einen Call machen und können mal ein bisschen uns umhören. 3 Monate, Bombus. Du treue Seele. Willkommen. Bestes WG, bestes Spiel 2023/24. Okay. Aber die Hautfarbe kann man auch in vielen Spielen einstellen. Warum dann nicht das Geschlecht? Das kann ich dir ganz leicht erklären. Eine Hautfarbe ist in den also zum Beispiel für uns, warte, ich zeig dir das einfach mal. Eine Hautfarbe für uns einzustellen ist super trivial. Also es geht einfach wirklich gerade nicht auf programmiertechnischer Ebene. Es geht gerade nicht um die Ebene, was ist ethisch in Ordnung, sondern es geht einfach nur um die programmiertechnische Ebene. Bei uns ist es super, super trivial, Hautfarben einzustellen. Aber du brauchst, wenn du ein anderes Geschlecht definierst, wenn du dir Frauen und Männer mal anschaust, die sehen einfach auch anders aus von der Körperstatur. Aber nicht immer. Weil wenn man zum Beispiel mal ein bisschen recherchiert, wir gucken mal Männer. So, wir gucken mal so das männliche Bild und dann gucken wir mal Frauen. Jetzt habe ich Angst, dass jetzt hier falsche Seiten kommen. So, die sehen halt einfach anders aus. Das muss man da ganz ehrlich sagen. Guck mal, wenn man sich die Körperstatur anguckt, sieht man halt einfach, dass Frauen anders aussehen. Was super, super leicht ist zu ändern, auch für uns im Spiel, ist halt den Kopf. Der Kopf ist in meisten Spielen super trivial, weil das siehst du zum Beispiel hier bei dieser Frau, die hat einen anderen Kopfbau. Wir haben natürlich ein Pixelspiel, muss man auch sagen. Das ist natürlich ein bisschen schwerer, als wenn du einen 3D-Modellrahmen hast, aber wenn du dir die Köpfe mal anschaust, sind Köpfe prinzipiell sehr gleich aufgebaut. Das Kopf ist ein bisschen kleiner, okay, das passt aber schon. Hier sind Haare, die haben, wenn drüber gerendert, das passt. Das Problem ist halt größtenteils, wenn es in diese Brust-Area kommt bei den Frauen, das Dekolleté, im Gegensatz zu Männern. Das ist meistens so ein Aufwand, wo wir zum Beispiel haben, aber viel größeres Problem ist die Statur. Zum Beispiel gucken wir uns mal diese Staturen dann von diesen 4 Frauen. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas zeigen darf. Was man halt machen kann, ist halt, dass man die Unterschiede nicht so gut darstellt, weil ich finde bestimmt auch Männer, die auch in diese Staturen reinpassen. Zum Beispiel er hier. Er ist ja gar nicht. Er würde schon in die Statur so ein bisschen wie die rein. Okay, ist ein bisschen breiter vielleicht. Aber im Endeffekt kennt ihr auch verschiedene Männer. Man sagt ja auch so, hey, ein Lauch oder sowas übertrieben oder hey, ein Brokkoli. So in der Richtung. Es gibt halt verschiedene Staturen. Die Frage ist, wie sehr mappt man das auf eins? Ich finde leider gerade kein Beispiel. Ihr wisst aber, was ich meine. Es gibt ja irgendwie immer einen in der Klasse, wenn ihr damals in eure Schulzeit zurückguckt. Gibt es Leute, die sind super dünn. Es gibt Leute, die sind super kräftig. Es gibt durchtrainierte Männer. Auch genauso durchtrainierte Frauen. Aber wenn du eine durchtrainierte Frau vergleichst mit einem durchtrainierten Mann, hat der Mann immer diesen Kreuz, den Rücken hier, wenn er sich aufbludert. Und das ist halt super schwer darzustellen, weil das baut auf eine Grundanimation des Charakters auf bei uns. Bei uns, wie gesagt, wir sind ein Pixel-Game. Ich zeige euch das ganz kurz einmal, was ich meine. Ich weiß nicht, ob ich das euch gut zeigen kann. Guckt ihr Project Zombie aus, da sehen die weiblichen Chars aus wie die Männer, nur andere Klamotten. Ja, sie sehen schon anders aus, muss man sagen. Also sie sehen nicht ganz, glaube ich, ähnlich aus. Weiß ich gerade nicht. Ich habe Project Zombie super viel gespielt, ich glaube 400 Stunden. Ich glaube, das Problem ist bei Project Zombie, dass es auch nicht so stark darauf aufbaut. Aber ich finde schon, dass, ja, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. So, ich zeige euch mal ganz kurz, das ist ja unser Spiel, was gerade voll buggy ist. Warte, es liegt aber daran. So, gucken wir uns das mal an. Den Charakter, das gehen wir mal ran. So, das ist unser Charakter, den wir hier haben. So, animationstechnisch, wir haben gesagt, ein 2D-Pixel-Spiel und du siehst, warte, wir können uns hier mal, Moment, wir ziehen uns mal aus. So, das sind wir. So, was zum Beispiel hier super stark auffällt, ist, okay, ich beschreibe mal, was unser Problem ist. Die Hautfarbe zu ändern, sind 2 Klicks. Also im Endeffekt haben wir haben verschiedene Farben, wie wir einfach die Farben verändern können, Thema durch. Das Problem ist, sobald du den Charakter veränderst, zum Beispiel, wir wollen einen dicken Charakter haben, wir wollen einen super dünnen Charakter haben, weil ich finde den Charakter schon sehr durchtrainiert.
Vielleicht ist das auch unser Problem, Ed Lesher. Weil wir haben einen durchtrainierten Charakter gemacht und deswegen ist es super schwer, weil wir haben es probiert, dass wir ihn als weiblichen Charakter, aber für uns fällt es super, super schwer, ihn als weiblichen Charakter zu verstehen. Viele argumentieren und sagen, ey Mann, ihr habt ein Pixelspiel, da ist super viel Kreativität dabei. Aber das stört uns halt persönlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Waffe ziehe, ich habe das Gefühl, er sieht wie ein Mann aus. Also wie ein Mann, wie man die Gesellschaft ihn halt so definiert. Und das war halt unser Problem, was wir hatten, was uns gestört hat. So, ich zeige euch mal ganz kurz jetzt mal eine Frau bei uns im Spiel. So, hier seht ihr jetzt mal eine Frau unten. Ah, ist das alles hier kompliziert, so ranzuzoomen. So, das ist zum Beispiel jetzt eine Frau. Und das Problem ist, dass wir den kompletten Aufwand nochmal haben. Das ist super verwirrend. So, das ist zum Beispiel unsere Frau. Und ich finde schon, dass man einen Unterschied merkt. Was wir halt aber jetzt gemacht haben, was wir jetzt eingebaut haben, dass wir jetzt definiert haben, dass du zum Beispiel auch ihn spielen kannst. Also ihn hier mit dem BH und durch das BH definieren wir quasi ein bisschen das Geschlecht. Geschlecht. Ob Mann oder Frau, wenigstens Nerdnacken. Ja, der kommt raus. Der ist nicht mehr drin. Nerdnacken, der kommt raus. Wenn man der halt jetzt auch mit dem Schwert draufhaut, kann man halt Numamuckis. Was, wenn ihr verschiedene Körperstatuen einbaut? Das haben wir ja. Das Problem ist, was ich gerade kein Mund, aber Hauptsache weiblicher. Ja, so, nein, Freunde, ihr seht das ja so, das Spiel. Ich glaube, da erkennt ihr nicht, dass der Mund nicht da ist, oder? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt leckt. Leckt das jetzt bei euch? Sagt mal, leckt das Spiel? Nee, läuft flüssig, glaube ich, ne? Ich glaube, das. Ich weiß es halt auch nicht. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Vielleicht hätten wir auch einfach sagen können, hey, wir machen nur einen einzigen Körper, weil das Problem ist, ihr müsst euch das vorstellen, dadurch, dass wir die Frau eingeführt haben, haben wir den doppelten Aufwand mit den Rüstungen. Und ich habe das schon mal alles durchgerechnet. So ein Charakter hier hat um die 400 Animationen. Und das habe ich letztes Mal schon. Sagen wir mal, wir haben das männliche Template. Der hat 400 Frames. So, wir haben jetzt 30 Rüstungen. Alle 30 Rüstungen müssen auf diesen 400 Frames angepasst werden. Das heißt, wir haben 12.000 Frames, die wir animieren müssen. Und jetzt haben wir noch den weiblichen Charakter. Und jetzt, dadurch haben wir 24.000 Frames, die wir animieren müssen. Das ist halt das Problem so ein bisschen. Und da seht ihr, wenn wir sagen können, hey, okay, wir nehmen den weiblichen Charakter raus oder den männlichen Charakter, dann sind wir noch auf 12.000 Frames. Das ist halt ein doppelter Aufwand, was unglaublich viel kostet, Freunde. Das ist halt super Aufwand. Zum Glück baue ich nur Webseiten bis jetzt. Ja, das hat Vorteile. Seht ihr auch zum Beispiel mal, dass wir halt hier probiert haben, den Unterschied jetzt. Wir sind beide nackt so ein bisschen. Da sieht man jetzt zum Beispiel so die Unterschiede. Man sieht schon, dass es. Eigentlich finde ich gar nicht auch gerade so krass die Unterschiede, oder? Ich überlege gerade echt, ob wir das nochmal refactoren, ob wir den männlichen Template einfach noch verändern. Ich finde es gerade eigentlich. Ich schreibe das mal als Feedback. Finde ich gerade eigentlich ganz gut. Weiblich versus männlich. Brauchen wir das wirklich? Was denkt ihr denn? Denkt ihr, hey, das würde mir reichen, wenn es nur ein einziges, also wenn alle gleich aussehen? Man könnte sie ja verändern mit den Haaren oder so. Aber dass alle Charaktere. Finde ich gerade gar nicht so dumm, die Frage mit euch dazu führen. Also wenn alle Charaktere den gleichen Körper hätten, nur die Klamotten sind anders. Finde ich gerade echt gar nicht so dumm, die Frage. Aber es hilft schon bei der Immersion. Das lohnt sich schon, wenn ihr den Ansatz etwas. Ja, genau, das ist genau der Punkt, Leitjan. Genau, du sprichst es gerade aus. Also ihr müsst euch mal vorstellen, dieser Charakter hier hat jetzt lange Haare, also keine Ahnung, ein Topless-Ding oder irgendwie sowas an. Schweres, ich weiß es halt auch nicht, ne? Ist halt ein schweres Thema, ne? Zum Beispiel ich spiele jedes Spiel als Frau immer nur. Jetzt geht sie pennen. Gute Nacht!
Jetzt schläft sie. Oh, sie ist so müde. Guck mal, wie sie schläft. Guck mal, ist eine Trommel. Bum, 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 bum. So schläft man bei uns im Spiel. Man setzt sich aufs Bett. Jetzt steht sie gleich auf. Weil wenn ich die Tür aufmache, ist ganz witzig. Wenn ich die Tür aufmache, steht sie jetzt gleich auf. Zeige ich jedes Mal. Ich finde es aber witzig. Sorry. Wenn sie jetzt aufsteht, dann steht sie jetzt auf und macht die Tür auf. Ich lege mich auch einfach mal pennen. Oh, ich bin so müde. Oh, die Tür ist offen. Fuck. Ich mach schon die Tür zu. Alles klar, dankeschön. Okay. Deswegen, Johannes hat das eingebaut. Und als Johannes das eingebaut hat, ist er die ganze Zeit immer hin und her gelaufen und hat die Türen immer wieder aufgemacht. Haha, ihr Vollidioten! Und er ist abgehauen. Dann stehen die halt auf und machen die Türen zu. Ist eigentlich ganz cool, weil im Endeffekt, wenn man hier eine Tür hätte, würden die aufstehen, die Tür aufmachen, dann kannst du halt reinschleichen. Das ist so die Idee dahinter. Naja. Okay, das war genug vom Spiel. In der Auflösung spielt man nicht mehr, spielt er hier so. Kannst du mir mal den Download-Link von Unity bei Discord schicken? Da kannst du einfach googeln, Toad ist cool. Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn du es nicht schaffst, Unity herunterzuladen und du brauchst einen Download-Link, dann wirst du Unity auch nicht schaffen zu beherrschen. Das heißt, ich werde dir nicht den Link schicken, ich würde sagen, such ihn selber, sonst brauchst du gar nicht anfangen. Ist oder war sie mit Johnny Depp verheiratet oder warum? Nein, Mann. Die ist hier ganz happy, Mann. Die sitzt da einfach nur da. Wir haben noch keine Schlafanimation, das ist das Problem. Aber es ist ganz cool, denn ich kann die Tür aufmachen und sie geht jetzt hin, dann kann ich hier vorbeischleichen und kann was klauen. Haha. Okay. So, wir machen unser Spiel aber jetzt weiter, Freunde, weil eigentlich wollte ich ja hier euer Spiel machen. Denn hier haben wir das Problem gar nicht, denn hier kann man seinen Charakter einfach selber aussuchen. So, wir wollten einbauen, dass die Kosten hierfür kalkuliert werden. Wir haben noch 50 Minuten, das kriegen wir noch hin, Freunde. Das kriegen wir noch hin, hoffe ich. So, denn wir haben jetzt hier ein Calculate Upgrade und Return hier einfach nur 1000. So, wir wollen jetzt wissen, okay, wie teuer ist denn ein Perk auf welcher Stufe? Jo, dann machen wir einfach eine Lookup-Table oder irgendwie sowas. Private List. Ah, ich kann gar nicht durch meinen Perk wissen, welche Stufe ich habe, oder? Wo kriege ich das? Viel Produktivität euch, das wünsche ich dir auch. Und Dankeschön, dass du mir gefollowt bist. Und ich bin jeden Tag von 11 bis 13 Uhr live. Und wenn ihr Fragen zwecks meinem Spiel Drova habt, zu dem Spiel, was wir gerade hier entwickeln, oder allgemein Unity, Programmierung, Selbstständigkeit, Spielentwicklung und so weiter und so fort, seid ihr immer hier herzlich willkommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das jetzt hier kalkulieren soll. Ich kriege jetzt hier mein iPerk. Und du hast ja gar nichts. Du bist ja komplett dumm. Bist du wirklich so dumm? Warum bist du denn so dumm? Get Perk, Target Perk. iPerk ist gleich Perk, Perk. Du bist ja echt, du weißt gar nichts. What the fuck? Was haben wir uns denn hierbei gedacht? Hab's gefunden. Nice, Toad. Und jetzt installieren. Nächster Schritt. Wichtig ist immer alleine schaffen, Freunde. Gerade was Programmierung angeht, super viel Selbstständigkeit braucht ihr da. Das ist super anstrengend. Ich weiß, Freunde. Aber ihr schafft das. Genau wie ich das jetzt gerade hier schaffe. Was bringt mir das denn? Wo sind denn meine ganzen Perks? Ist das in unserem Charakter, in Thomas drin? Hast du deine Perks? Du hast deine Perks. Das kommt raus, Freunde. Das hier kommt raus. Das ist schön. Wenn ich hier Sachen rausziehe, freue ich mich immer, denn das sind meistens Sachen, die nicht schön sind. Jetzt kriege ich super viele Fehler. So, denn du kommst jetzt da rein und jetzt gib mir die Fehler. Da. Zwei Referenzen sind falsch. Du kommst da rein und jetzt gucken wir uns mal an, wo wir die Fehler geworfen bekommen. Jetzt habe ich da abgespeichert, mein Freund. So, jetzt kommen die Fehler. iCharacter. Der iCharacter, der hat Get Perks. Das kommt raus. So, dann machen wir das weg und jetzt kriegen wir Fehler. Zwei Stück müssen kommen. Nein, einer fehlt noch. Charakter. So, du bist im Player drin. Gamehändler.instant.
get perk und dann get perks. So, das brauchen wir. Darüber iterieren wir. Und jetzt muss ich theoretisch nur einen Fehler kriegen. Einen brauche ich noch. Nee, okay. So, okay, Freunde. Jetzt haben wir unsere Perks. Das heißt, wir definieren jetzt am Anfang, welche Stufe unsere Perks sind in unserem Perk-Händler. Away from Beard. Mach das, Mann. Don't call me chicken. Ich wünsche dir was. Bis gleich. Dann sage ich Welcome BBB. Genau, Public. Machen wir hier mal Struct und das nennen wir Perk. Wie nennen wir das denn? Perk Level. Und da definieren wir jetzt quasi, jeder Perk hat halt ein Level. Obwohl, dann brauchen wir das, glaube ich, gar nicht. Machen wir ein Dictionary und nennen das dann zu Perk of Int. Denn jeder Perk hat ein Level und das sind Perk Level. So. Haben wir Awake und dann machen wir For Each. Perk, was wir hier reinbekommen haben, setzen wir dann die Perks. Perklevel.add.perks. Ist auch gerade wieder nur ein bisschen Debug, das müssen wir später leider nochmal verändern, weil das gefällt mir nicht. Immer verpasse ich die Streams, bin jetzt auch in der Uni. Oh nein! Aber ist ja nicht schlimm, Mann. Du kommst ja wieder. Und wie gesagt, es gibt das auf jeden Fall auf YouTube, wird alles hochgeladen, das wisst ihr ja, Freunde. Auf Entwickler-WG, Spielentwickler-WG heißt wir dort. Das heißt, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, könnt ihr das nachschauen, aber ich glaube, manche verpassen auch nichts. So spannend ist es doch auch nicht, was ich hier tue. Ein kleines Mini-Projekt machen wir. So, wir adden das dann dazu. So, jetzt sagen wir Get Perks. Da holen wir uns alle Perks. Calculate Update. So, was wir jetzt brauchen, ist eine Upgrade-Kosten. Und wir sagen einfach mal, private list int upgrade. Das kommt auch später raus. Upgrades. So, jetzt sind wir hier drin. So, wir kalkulieren unsere Perk. So, das heißt, wir holen erstmal var current level und das holen wir uns über das Perk Level. Perk Level.contains key perk. So, das heißt, wir machen if, wenn der Perk halt drin ist. Was bedeutet jetzt schon wieder? Key Perk. Ach, wir müssen hier auf ein iPerk mappen. Zack, und es sagt er hier. Und das ist jetzt auch ein iPerk. Calculate Upgrade. So, wir gucken, gibt es unseren Perk? Dann holen wir uns unser Current Level und das holen wir uns mit Perk Level. Perk.value. An die Value kriege ich automatisch. So, das heißt, jetzt müssen wir wissen, wie viel müssen wir denn zahlen? Hallo, Zitiga, willkommen. Willkommen, Zitiga, wir haben dich gerade gekauft. Du gehörst jetzt uns. Also ich habe dich gerade gekauft. Du bist ja unser Hund, glaube ich. Oder Katze? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe alle Tiere gekauft, die wir hatten. Wir gucken jetzt gerade, welche Current Level. Das Level ist der Integer. Das heißt, oh, das habe ich damals. Das ist nicht so schön. Freunde, guckt das jetzt gerade nicht ab, aber so läuft es erstmal. Hund! Genau, ich wusste es doch, Hund. Du warst, glaube ich, die Person, die gesagt hat, hey, ein Hund fehlt noch. So, jetzt wollen wir quasi die Range bekommen. Sagen wir mal, wir sind jetzt Level 3. Level 1 fangen wir an. 2, 3, 4... Okay, das heißt, wir gehen in den Upgrades rein. Contains, da sind die Kosten drin, Counts. So, wenn der Upgrade Counter, also das heißt, wie viele Stufen wir upgraden können, wären jetzt 4 und ich bin Level 4, dann breche ich ab. Das heißt, wenn mein Current Level größer ist, nein, kleiner. So. So. Was ist denn das hier? Das ist doch ein Int. Upgrades. Okay.
Hab's geschafft. Super, Toad. Alter, heute ist dein Erfolgstag, Mann. Und jetzt kannst du dir ein Tutorial raussuchen und damit anfangen. Ohne Tutorial kommst du nicht. Bin ich gerade doof? Warum geht das nicht? Hä? Bin ich gerade bescheuert? Hä? Bin ich gerade so? Warum geht das nicht? Also ich würde es auch erstmal andersrum machen, weil das ist leichter zu lesen. Mein Current Level. Wenn mein Current Level... Ich bin auch bescheuert. Ja klar, so rum. Hat keiner gesehen. So, wenn mein Current Level größer ist, nein, es muss kleiner gleich mein Updates Level, dann Upgrades Level, dann returnen wir hier den Wert Return Upgrades und dann Punkt Current. Und das ist dann der Value. Und wenn das alles nicht stimmt, returnen wir 9000. Dann lief irgendwas falsch. So, das testen wir jetzt einfach mal aus. Uiuiui, ob das klappt. So, wir sagen, es gibt jetzt 5 Level. So, Level 1 kostet 100. 2000, 6000, 9000, 15000. So, was für Perks sollen wir haben? So, wir haben diese Perks. Es müsste jetzt klappen, Freunde. Das bedeutet, ich gehe jetzt rein und dann müsste jetzt überall, Freunde, überall eine 2000 stehen. Call. Ich gehe jetzt in Person rein. 2000. Bam! Okay, ich würde jetzt updaten, dann müsste es mehr werden eigentlich. Das fehlt noch. Okay. Okay, sagen wir mal, es kostet 3000, ob das auch davor wirklich gestimmt hat. Müsste überall eine 3000 stehen. Bam! Okay, geiles Ding, funktioniert. So, was wir jetzt machen wollen, wir kalkulieren jetzt quasi den Preis. Ich drücke jetzt aber den Button Update Perk Level Set Images und hier müssen wir jetzt die neuen Kosten kalkulieren. So. Ah, wir müssen es noch upgraden. Nein, nein, alles super. Okay, 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 ja klar. Wir müssen, wir updaten es ja gerade noch nicht über unsere GUI Private Eye Perk. Current Perk. Chris, haust du rein? Ich gehe mal Gewichte verbiegen. Verbiegen auch gleich, Alter. Das geht ja richtig zur Sache bei dir, ne? Liebe WG, niemals vergessen, Arme wie Keule und Beine wie Säulen. Ja, ich war heute auch schon im Fitnessstudio. Ich habe heute die Titten trainiert. War geil, hat Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber Beine nie vergessen, Freunde. Großes Motto im Leben, Beine nie vergessen. Ich wünsche dir was, Bombus, und viel Spaß beim Verbiegen. So krass war ich natürlich nicht drauf, ich habe sie eher gehoben. Was hast du aus der Bank? Konnte ich heute nicht machen auf der Bank, weil die Rentner dort alle waren. Deine oder die von anderen? Ja, genau. Meine habe ich trainiert. Ich wollte halt Bankdrücken machen, konnte ich aber nicht machen, weil die Rentnertruppe da heute war. Weil wenn du um 9 Uhr morgens hingehst, sind die Rentner halt alle dort. Ne? Da kämpfst du um Plätze. Deswegen habe ich da leider, konnte ich nichts machen und habe frei, hier diese Gewichthanteln einfach frei gemacht. Weshalb, wenn du liegst, und da habe ich 32 auf jeder Seite gemacht mit Freihanteln. Requirement Text. Wir müssen es hier noch updaten. War... Perk-Händler. Game-Händler.instant.get Perk-Händler. Solide Nummer. Ja, mein großes Ziel ist immer noch, es gibt so ganz viele Lebensziele, die ich habe. Manche sind mehr wert, manche sind weniger wert. Aber mein Ziel war immer noch, einmal vernünftig 100 zu stemmen. Kai macht auf der normalen Bank 80 bis 90, würde ich. 80 safe. 90 schafft er so, also sind wir, glaube ich, auf dem gleichen Level. So 100, einen kriegt man hin, vielleicht so, wenn man einen guten Tag hat, Alter. 8, 9 so. Also da sind wir gerade auf dem Ziel. Die Road to 100 ist unsere Challenge. Haben wir schon seit einem Jahr eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist unser Ziel. Einmal in meinem Leben möchte ich es mal schaffen können. Aber ich gebe mir da noch Zeit.
Update. Perk. Ja, so, Freunde. Jetzt muss ich meinen Perk noch hier übergeben. Moin, Foxit Game Dev. Willkommen. Müsst ihr mal etwas mehr maximieren, Kraftballern? Ja, wir trauen uns nicht. Das ist das Problem, was wir haben. Also ich glaube, wir würden mehr schaffen. Aber mir fehlt halt sowas wie ein Coach, Mann. Wisst ihr, was ich meine? Weil Kai's Ziel ist es nicht. Kai lebt ein bisschen in seiner Akrobatik-Bubble und sowas in der Richtung. Und mir fehlt einfach mal jemand, mit dem man ballern kann. Wisst ihr, was ich meine? Wo man sich mal was traut hier. Richtig zu ballern, Foxit Game. Denn wir reden heute jetzt nicht über Game Dev, sondern wir reden über Fitnessstudio, über Bankdrücken. So, wir kalkulieren unsere Kosten jetzt. War Cost ist gleich Current Perk. Nee, warte mal, ist gleich Current Perk. So. Mann, ich wünschte, ich würde in Magdeburg wohnen. Mit dir würde ich richtig angreifen. Alter, ich glaube auch, wir beide würden richtig ballern, mein Freund, Alter. Wir würden da alles unsicher machen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich bin auch mal der Typ, der Kai sagt, komm, Kai, noch mehr, komm. Kai sagt, oh nee, ich kann nicht mehr. Ich so, okay. Schade, weil Kai hat einfach nicht das Ziel, ist auch so in Ordnung, der macht die andere Sportarten. Kai macht vor allem sehr viel Akrobatik, macht er sehr viel, Cheerleading hat er auch mal gemacht, Calisthenics hat er sehr, sehr viel gemacht und so weiter. Dann arbeitet er aussichtsweise bei einem Umzugsunternehmen, habe ich auch schon gemacht, BOF, habe ich über ein Jahr gemacht, habe ich auch Spaß gemacht, weil ich das geil fand. Ich war neulich ja auch beim Umzug, der Johannes ist umgezogen hier bei uns im Büro und da habe ich auch geholfen, das macht super viel Spaß umzuziehen. Also, da habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und was momentan gerade noch so, ich habe so ein paar Ziele gerade noch. Meine Liste ist sehr lang. Und da gibt es noch super viele Sachen, die ich ganz gerne ausprobieren möchte. Zum Beispiel wollte ich immer schon als Nachtwächter arbeiten. Da hatte ich super Bock drauf. Da möchte ich mich auch bald bewerben, dass ich das noch nebenbei mache. Was wollte ich immer machen? Waschmaschine im vierten Stock. Ja, haben wir auch gemacht. War geil. Es macht Laune. Man muss nur aufpassen, dass es nicht ausläuft. So, ich habe die Kosten jetzt hier. Finance, so. Okay, we have a problem. Finance-Händler. Denn wir rechnen nicht mit, das ist das Problem. Nachts im Museum. Ja, Mann, wäre doch geil, oder? Ich sehe mich dort. Get Finance-Händler. Ja, ich sehe schon was. Add Entry. Ja, Mann, das Problem, alles sind fucking Entries, die wir machen. Und das sind Finance-Datas. Okay, das heißt, wir müssen alles zurückrudern, müssen hier keine Liste mit Floats reingeben, sondern Finance Data. Und du kriegst dann auch eine Finance Data zurück. Und dann adden wir Costs. Das ist geil, Mann. Okay. Jetzt müssen wir uns davor erstmal gegenchecken, ob das überhaupt ab. Ich bin immer im Tunnel. Mit einem Trockner kann man sich auch nass machen. Kann man das wirklich mit einem Trockner? Ist da Wasser drin? Hey, gut, es trocknet ja. Okay, ich gebe dir recht. Lenke nicht ab, er ist im Tunnel. Ich bin immer im Tunnel, aber ich kann immer mit euch reden, Freunde, Mann. Wie gesagt, mit euch schnacken. Das ist unser Finance-Händler. Ich bin sehr, 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 ob ihr es glaubt oder nicht, multitaskfähig. Ich sage nicht immer, dass es gut ist, aber was ich mache, aber ich bin multitaskfähig auf jeden Fall. Macht was Ehrenamtliches, wie zum Beispiel THW oder VW oder sowas. Ich bin ehrenamtlich bei THW und da bin ich oft genug der Nachtwächter der Autobahn. Das ist auch cool. Aber ich mache ehrenamtlich was. Ich bin im Entwicklerverein. Ich bin im studentischen Entwicklerverein, war dort auch Vorstand. Das heißt, ich mache seit 7 Jahren schon ehrenamtlich auf jeden Fall da sehr viel. Weil es ist sehr viel Aufwand. Dann kennst du es ja selber auch, was Ehrenamt bedeutet. Es ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Und bei Akagamix bin ich gerade weniger, muss ich ganz kurz zugeben. Aber es macht halt immer noch super viel Spaß. Und deswegen würde ich schon noch sagen, dass ich da ehrenamtlich bin. Zahle ich auch. So, Check Entry Possible. Die brauchen wir. Check Entry Possible. Und jetzt gibst du den Entry. Alter, geil, Mann. Habe ich das programmiert? Hui. Ich muss nichts machen, Alter. Das passt ja alles. So, wenn es passt, dann mache ich das und dann muss ich das Perk-Level hier erhöhen. Perk-Level erhöhen. Wie mache ich das? Private Void Increase Perk. I Perk. Perk. Ah.
Ja, dankeschön. El Svenno. Svenjo. Svenjo? Oh, ich bin wieder hier jetzt in hart analysieren. Wir analysieren alle Namen hier. El ist auf jeden Fall Spanisch. El, glaube ich. Ist das El oder Italienisch? Sven? Sven ist Sven. Ich würde sagen El, Sven. Yo. So, yo, Digga. Hey. Ich weiß nicht. Ist echt schwer. Manche Namen kann man gut analysieren und manche kann man gar nicht so gut analysieren. Geht auf jeden Fall viel Zeit verloren, die man wiederum gerne gibt. Das ist es. Das finde ich sehr, sehr schön gesagt. Denn man gibt oder man verliert wirklich Zeit, aber man gibt sie auch sehr gerne. Aber es ist auch schon eine Art von Verlieren, Zwo Bro. Das, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, jeder, der ehrenamtlich arbeitet, hatte so ein bisschen, manchmal auch ein weinendes Auge. Aber man macht es irgendwie doch gerne. Also so geht es mir auf jeden Fall. So, wir holen uns den Perk. If Perk Level contains Key und Perk. Wenn das der Fall ist, dann sagen wir, okay, hol mir das. Perk Level. Punkt. Perk. Zack. Und dann machen wir ist gleich. Ne, ich spreche mal lieber zwischen. War Level. Und dadurch, dass wir es nicht kontrollieren wollen, dann sagen wir Level. Plus, plus. Und dann setzen wir es wieder. Das Perk Level an Perk wird jetzt gesetzt auf Level. Oh so, und dann increasen wir es hier auch und unser Perk. So, hier kriegen wir jetzt einen Pela. New Finance Data und das übergeben wir einfach empty. Haben unseren Trockner aus dem zweiten Stock abgeholt. Man kann den zwar trockenlegen, aber beim Umdrehen kann man halt trotzdem noch genug raus. Ja, das hatte ich auch mal. Da habe ich eine Waschmaschine, glaube ich, war das. Und die musste ich helfen. Und die habe ich dann abgeholt. Und er war aber unten. Und dann haben wir das hochgehoben und er hat alles abbekommen. Er war pitchnass. Das war witzig. Ich hab's gefeiert. Eher nicht so. Ich verstehe gar nicht, warum. So, wir updaten unser Perk. Bam, bam. So. Also, wir gehen ganz kurz, was machen wir? So, wir wollen einen Perk hochleveln. Das heißt, wir sind jetzt hier drin, sagen, ey, okay, Perk-Händler, ich setze dich. Du wirst gesetzt, du wirst erhöht. Dann sagt er, hey, Requirement-Text, ich hole mal den Text und so weiter und er holt sich den Text. Und das Schöne ist, Freunde, ich glaube, wenn das so alles funktioniert, wie es in meiner Haribo-Welt gerade funktioniert, müssen wir die ganzen Dinger mal aufklappen. So, Name, Level 1. Value ist 200. Dann haben wir gesagt, das kosten wir und zwar ist das fix, nicht prozentuell vom Preis. Das ist Level 2. Das kostet 3000. Das ist Expense und nicht fix vom Preis. Dann haben wir hier Level 3. Das kostet 6000. Das ist, ihr könnt es raten, Expense und nicht und fix. Dann haben wir Level 4. Das sind 12.000. Und Expense und Fix. Dann haben wir Level 5. Das sind 22.000. Alter, what the fuck? Ist das echt so teuer? Bisschen übertrieben, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas lernen möchte. Und das war's, Freunde. Ich glaube, jetzt geht es. Ich speichere mal ab. Und ich glaube, es funktioniert. Das bin ich mal super gespannt. Okay. Es funktioniert nicht. Aber es funktioniert im Endeffekt. Und zwar müssen wir... Wir haben hier eine To-String-Methode irgendwo hier geschrieben. Da. Da müssen wir getValue toString. Jetzt müsste es funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt Play drücke, geht es. So. Get value, return value. Und das ist ein float. Okay, da merkt man wieder einen typischen Fehler, Freunde. Immer auslagern. Private Void. Weil ich habe es jetzt zweimal angelegt. Hier ist es. Und da ist es. Ja, und da habe ich es, ja, das ist ja bescheuert. Private Void Set Requirement Text. Das merkt ihr mal, das kann ich einfach nur hier rein.
Und es ist mir, es ist halt so ein kleiner Garbage, den ich hier mache, aber es ist so unwichtig, weil es ist gar kein Garbage, weil der Garbage Collector macht das wieder weg. Deswegen hab da keine Angst, so eine Scheiße reinzubuddern. C-Format Internet. Oh, das wäre eine Welterfinderung. So, Freunde, jetzt müsste es funktionieren und es geht. Christian, hast du es gut gemacht oder nicht? Was bist du für ein Dude? Das wirst du, wenn das Licht angeht. Okay, 3000. Geil, funktioniert. Stufe 2 kostet 3000. So. Ich dürfte es jetzt nicht können. Ich klicke drauf und es passiert nichts. Fuck. Ich weiß den Fehler. Update Perk Level. Update Perk Level für jeden. Ich muss in den Händler. Wir machen so Public Bool Can Update Perk I Perk Perk und das returnt einfach das hier. Return das Punkt Check Punkt Perk. So, der möchte die Kosten natürlich haben. Das heißt, das alles kommt jetzt hier rein. So. Das heißt, was wir jetzt hier tun, ist halt, dass wir uns das holen. Die Kosten holen wir uns. Und dann return wir hier true. Und sonst return wir false. So. Okay, das heißt, wenn wir das updaten wollen, hier Update Perk, wir kommen jetzt hier, wir haben den Button geklickt, Freunde, oder? Update Perk, von wo wirst du aufgerufen? Item Update Perk, Level Change Listener. Okay. Okay, Update Perk Level. Oh, Sodele, heute geht es etwas früher mit dem Hund raus. Bis zum nächsten Mal. Leitjan, ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Hund. Ich bin morgen wieder um 11 Uhr da. Ich hoffe, wir kriegen das bis heute noch hin, damit ich dir morgen das Ergebnis schön präsentieren kann. Es sieht aber gerade so semi-mäßig aus, weil ich gerade irgendwie frage, ob ich doch schon eine tiefere Struktur hier habe. Im Charakter habe ich einen Perk-Level-Changer. Wo invoke ich dich? Increment Interface and Calculator. Nice, das habe ich alles doch schon gemacht. Fuck, Mann, wir machen das alles gerade ziemlich falsch. Perk Level Changed Event. Change Mood, 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 Perk. Oh, fuck. Mach's gut, BOF. Wir sehen uns heute Abend ja nicht, mein Freund, sondern du siehst nur den Kai. Mich siehst du nicht. Du siehst nur den Kai. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Arbeitstag, BOF. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. iPerk und Stufe. Ich hab das halt. Alter, wenn ich das jetzt alles rauspacke, ist alles weg, Alter. Aber ich muss es wegtun. Ich mach's raus, Freunde. Es tut mir leid. Es muss raus. Ah! Es hat wehgetan. Get Perk Händler. Instance Get Perk Händler. Get Perks. Raus. 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 Alter, das ist ein krasser Reingrätscher hier. Check Perk. Raus. Increment Perk. Raus. Die hier ziehe ich anders raus, denn die würde ich in dem Perk-Händler gerne drin haben wollen. Ach ja, Refactoren ist toll, oder? Das macht bestimmt auch super viel Spaß zuzuschauen, wie ich am Refactoren bin. Meinen schönen Code, den ich hier geschrieben habe. Aber ich glaube, das war es jetzt schon. Jetzt kriegen wir super viele Fehler. Das ist der letzte Fehler, den ich noch für Charakter at Event Listener. Das Perk-Panel. Nee, du bleibst. Du bleibst, Freund. Das ist das Schöne, was wir geschrieben haben. Wir können aber jetzt einfach unter... Brauchen wir den Charakter? Get Perks. Instant.perk. Arbeitest du in Teilzeit? Ich bin dabei, mir sowas als Entwickler zu suchen.
Nee, ich arbeite in Vollzeit. Ich bin selbstständig. Ich habe eine eigene Firma. Und zwar entwickeln wir das Spiel Drova. Das ist unser Publisher Deck 13. Und daran arbeite ich Vollzeit. Und was ich jetzt gerade tue, mache ich einfach nur so aus Spaß mit euch. Genau, wir sind selbstständig. Ich bin Geschäftsführer von der Firma. Wir sind insgesamt 14 Mitarbeiter. Und wir leben unseren Traum, übertrieben gesagt, und entwickeln ein kleines Rollenspiel. Dim, 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 dim. So. Oh, es ist alles kacke. Es ist alles nicht so geil, Freunde. Ah, das ist nicht so cool. Kentler. Weil. Okay, aber ich glaube, es ist auch nicht alles so schlimm. To-Do Refactor. Da steht sogar drin, dass ich damals nicht zufrieden war, weil wir instanzieren das. Okay, wir gehen über alle Perks drüber und die Instanz setzen wir GUI-Perk. Und sie braucht jetzt die Amount. Die Amount, Freunde. Die Amount haben wir. Die Anzahl. Hä, warum? Achso, das ist das Level, ne? Der Level ist das, oder? Skill-Level, okay. Haben wir denn ein Level? Ja, Perk-Level. Okay, dann schreiben wir uns hier nochmal eine public void get perk level. Und dann machen wir if perks. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt irgendwie zur Selbstständigkeit, weil du bist ja, ich bin dabei, mir sowas als Entwickler zu suchen. Was meinst du denn damit? Was suchst du denn gerade genau? Erzähl mal so ein bisschen von dir. Vielleicht kann ich dir vielleicht einen guten Tipp geben oder irgendwas. Oder du mir. Contains key perk. So, wenn du ein Perk hast, dann returnst du perklevel.perk. Und du returnst ein Int, denn du returnst deine Stufe. Sonst returnst du immer return minus 1. Das ist nicht so schön, aber gerade weiß ich nicht, wie wir es anders lösen sollen. Dass wir übergeben hier Item. Und dann übergeben wir hier, was willst du denn Init haben? Current Level, okay, Freunde. Current Level. Oh, jetzt müssen wir alles wieder Instance. Ist das Spiel schon draußen? Mein Hauptspiel, was ich entwickelt, Rova, das haben wir für euch eine Demo entwickelt, Freunde. Das könnt ihr spielen, könnt uns da Feedback geben. Das ist quasi ein Spiel, müsst ihr euch vorstellen, also wir sind super stark inspiriert von Gothic, Morrowind und die Idee des Spiels ist einfach, dass wir ein Open-World-Pixel-RPG erschaffen, was es in meinen Augen noch nicht wirklich Open-World-mäßig gibt. Und der andere Punkt ist so ein bisschen, wir probieren auf Navigationselemente zu verzichten, sprich, es geht darum, dass ihr nicht mehr Questmarkern hinterherläuft, dass ihr Leute kennenlernt und so weiter und so fort. Und da gibt es eine Demo, die könnt ihr gerne testen und uns Feedback da lassen und könnt uns einfach sagen, hey, gefällt euch das oder findet ihr das nicht so geil? Und dann könnt ihr uns sagen, warum. Weil die Demo haben wir rausgebracht, um mit euch da über das Spiel zu reden. Das heißt, wir haben keinen Early Access Scheiß oder sowas, sondern wir wollen eine kostenlose Demo, dass ihr kostenlos es testen könnt, ohne dass ihr da uns schon Geld für geben musst. Ich bin mit einem Fuß schon selbstständig als Spielentwickler am Anfang und habe zurzeit einen 35-Job auf Vollzeit. Ich plane mir einen Teilzeitjob zu suchen, um mehr Zeit dafür zu haben. Wir hatten genau das gleiche Thema wie du. Und bei uns war so das Ergebnis, ich weiß nicht, wie du bist, wir wollten es hundertprozentig machen. Und wir wollten irgendwie nicht nebenbei noch irgendwie so was anderes tun, so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, immer so eine Sache, was du für ein Typ bist, weil ich kann sowas nicht. Ich kann in eine Sache voll reinkommitten. Und das ist mir halt super wichtig. Aber prinzipiell klingt dein Werdegang so auf jeden Fall ziemlich gut und auch sehr solide. So machen das sehr, sehr viele. So. Das ist langfristig auch meine Idee. Ja, wenn dein Job das halt so hergibt. Weil ich habe es auch so gemacht. Ich war 2 Jahre auch so. Da haben wir da kein Geld verdient und so weiter und so fort. Genau. Das ist... Get Perk Händler und dann Check Perk. Ah. Remax DJ, dankeschön, Mann. Was geht bei dir? Was geht bei euch am schönen Montagmorgen? Willkommen zurück, Don't Call Me Chicken. Hallöle, Remax DJ. Bist du ein richtiger DJ? Legst du richtig auf? Geiles Ding, Alter. Ich guck grad bei dir.
AK Max, ich streame hier Musik und GTA 5. Ja, GTA 5 ist richtig geil, Mann. GTA 5 ist richtig, richtig geil, Mann. Ja, willkommen hier. Hier ist nicht so viel Mucke. Hier ist eher ein bisschen Schnacken. Ist nichts drin. Wie finanzierst du deine Firma? Beziehungsweise wie kommt das Geld in die Kasse? Genau, also da gibt es mehrere Punkte. Wir finanzieren uns. Erstmal haben wir einen Publisher. Wir haben Deck 13 als Publisher. Darüber haben wir Geld generiert. Und wir haben eine Förderung beantragt. Eine Games-Förderung. Und dort ist es quasi so, dass wir 50% einzahlen müssen und bekommen 50% raus. Beispielsweise, ich tue 5 Euro rein, kriege ich 10 Euro. Ich tue eine halbe Million rein, kriege ich 1 Million. Ich tue 5 Millionen rein, ich kriege 10 Millionen. Moin, hab bei meinem Job auch die Arbeitszeit reduziert, um Zeit für Game Art zu haben und zu Freelance. Es ist so krass einfach, wie viele Leute so Zeit und Energie für die Spielentwicklung so aufopfern. Ich mach's genauso wie ihr, Freunde. Ich bin genauso verrückt wie ihr und es ist einfach nur geil. Aber es kostet halt super viel Zeit. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. So, wir können jetzt erstmal hier Gött Perk Level. Und gerade was wir heute machen, ist ein kleines Mini-Projekt. Heute arbeiten wir gar nicht an Drova, denn Spielentwicklung ist eine Leidenschaft. Und wir entwickeln heute ein kleines Minigame. Level. Get Perk Level. So, if Level. Current Level. So, jetzt können wir einfach sagen, wenn das Current Level ist ungleich minus 1 und das Current Level ist größer gleich Level, dann machen wir das, sonst machen wir das. So, return here false und da return wir true. So, da haben wir das auch fertig. Ja, ich spiele gerne Roleplay, bin gerade selbst dabei, mir das Programmieren beizubringen für den RP-Server, auf dem ich spiele. Ja, sowas finde ich halt super geil. Das liebe ich halt, wenn Leute quasi so ihre Zeit und Muße da reinstecken, etwas zu tun und dadurch etwas Neues zu lernen. Das finde ich super spannend und ich finde es auch mega geil bei, wie viele Leute auch mit Minecraft zum Beispiel auch Programmierung gelernt haben und jetzt bei dir genau das gleiche halt auch, weil du stößt immer an das Problem, dass du eigentlich immer mehr möchtest, als ein Programm dir geben kann und das hast du gerade auch das Problem. Was machst du denn für ein, also was genau willst, was ist denn dein Ziel für deinen Server, was willst du verbessern? Ich bin immer super neugierig, also wenn du sagst, hey, sorry, Digga, das kann ich dir nicht erzählen, ist auch völlig okay. So, wir wollen Increment, haben wir doch public gemacht. Ich bin gleich fertig mit dem Refactoren. Wir sind gerade ziemlich deep drin. Increase Perk, das müssen wir public machen. So, Increase Perk. So, ich glaube, jetzt müsste es fast gerefactored sein. Oh Gott, war das in 4 Refactoring-Schritte. Aber ich glaube, das müsste jetzt passen. Es gibt bestimmt Seiteneffekte. 3000. Ja, es geht nicht! Freunde, ich kann es nicht anklicken! Woo! Ich kann es nicht anklicken. So, meine Oma ist tot, alles klar, ich kriege Geld. Ich ändere meinen Job. Ich werde jetzt Lehrer. Ich bin Lehrer geworden. Meine Oma ist nochmal gestorben. Und meine Oma ist nochmal gestorben, weil es hart gecodet ist. So, jetzt kann ich skillen. Oh, doch nicht. Ja, theoretisch hätte ich skillen müssen. 3000, Level fix. Warum geht das nicht? Und weil ich dann auch nächstes Jahr eine Ausbildung als Fachinformatiker anfange, naja, so allgemein ein bisschen Debugging und so, aber da wir gerade alle Skripte neu schreiben, so eigentlich alles, was anfällt, neue Skripte schreiben und implementieren. Ja, was sollen die Skripte denn können? Also was ist dein Metaziel damit? Oder probierst du es nur am Laufen zu halten? Also Backend-mäßig? Oder probierst du Neuigkeiten einzubauen? Oh, nach dem heutigen Vormittag habe ich keine Lust mehr auf meinen Hauptjob. Ein typischer Montag würde ich sagen, ey Freunde, Mann, das tut mir so leid. Aber mir ging es genauso wie euch, Alter. Ich hatte keinen Bock mehr auf meinen scheiß Job, Alter. Und deswegen bin ich ja selbstständig. Ohne Scherz, ich empfehle es euch. Es lohnt sich so, es gibt dir so viel, aber es ist ein hartes Commitment. Selbstständig sein ist auch ein hartes Commitment, Freunde. Deswegen müsst ihr nicht unbedingt selbstständig sein, aber sucht euch echt, auch wenn es so hart klingt, sucht was, wo ihr glücklich seid, was ihr gerne macht. Ihr habt nur ein scheiß Leben, Mann, echt. Warum geht das jetzt gar nicht mehr? Eigentlich müsste es immer sofort gehen. Oh, ich habe alles kaputt gemacht. Ich glaube, ich gehe pennen.
Ja, eher Backend-mäßig, aber stehe noch sehr am Anfang mit dem Lernen. Oh, Backend ist super cool, macht super Spaß, ist aber super viel Arbeit. Gerade was Serverkram und so weiter angeht. Also, das ist schon ein bisschen krasser auf jeden Fall, finde ich persönlich. Ich glaube, es ist immer die Sicht der Medaille, ne? Ich würde auch so gerne selbstständig sein, aber ich mache mir einfach Sorgen über das Finanzielle. Ja, also das klingt auch hart. Im Endeffekt, der Rubel muss rollen, sage ich mal so ein bisschen. Wenn ihr kein Geld habt, könnt ihr auch nicht selbstständig werden. Klingt leider so, ist halt so. Geld regiert die Welt, so ist es leider bei uns. Oder das heißt, wenn ihr irgendwie selbstständig werden wollt oder so, müsst ihr halt irgendwie erstmal wissen, wie kriege ich Geld. Und meistens ist es immer mit Eigenkredit, Kredite, die man annehmen muss oder sowas in der Richtung, ja. Ich habe leider noch 3 Hauptjahre in meinem Job. Warum hast du noch 3 Jahre? Es wirkt, machst du Studium oder sowas? Oder warum bist du so gekoppelt? So, warum gehst du jetzt nicht? Update Perk. Er updatet es. Ah, das Event wird nicht erased. Hier ist es. Das Event müsste hier erased werden. Das heißt, hier ist das Event. Event. Haben wir doch hier ein Event? Das ist doch das hier, Perk Level Changed Event, Freunde. Hä, was willst du denn haben? Was willst du haben, mein Freund? Ey, du willst ein Object haben, was ist das denn für ein Bullshit? Du willst ein Perk Changed Event haben. Invoke Event. Object Mark. Perk Level, du willst ein Object Void Perk Changed. Hä? Perk Changed. So, was willst du jetzt haben? Du möchtest hier haben ein Perk. Haben wir Current Perk und ein Level möchtest du haben. Warum möchtest du ein Level haben? Get Level von Perk. Was für ein Bullshit. Wir geben dir alles, was du willst, Mann. Alle Träume werden hier wahr bei mir. Du bist Soldat. Ach so. Ja gut, okay. Aber da kannst du auch geile Sachen machen. Soldat war mein Vater. Aber da kann man auch super, hat noch super coole Möglichkeiten, ne? Kann mich nur ärgern, dass ich die Vision der Spielentwicklung irgendwann als Utopie abgehakt und aufgegeben habe. Es geht alles, Freunde. Das ist echt ärgerlich. Aber noch ist es nicht zu spät, Mann. Man kann immer noch anfangen. Guck mal. Man kann alles anfangen. So, bitte, bitte, bitte. Okay, es geht nicht. Das ist aber okay. Okay, es ist super nervig, der Sound. Warum geht das nicht? Ich muss noch auf genug drücken, dann geht es. Okay, das... Oh nein, Mann, Alter. Das ist richtig deep. Wollen wir nicht alle ins Bett gehen? Ich will nicht mehr debuggen. Na gut, machen wir einmal. Eine Runde schaffen wir noch zu debuggen. Da muss ich aufhören, eh. Einmal hüpfen wir ganz kurz in den Debug-Prozess rein und gucken uns das an. Eventuell finden wir einen Fehler, aber ich glaube nicht. So. Wir brauchen 3000. Wir werden Bestatter. Bestatter sind wir geworden. So, jetzt muss der Debug. Komm. Er wird gar nicht aufgerufen, Freunde. Er wird nicht aufgerufen. Warum wirst du nicht aufgerufen? Perk Level Change Listener. Das Event wird nicht aufgerufen. Ja, es ergibt Sinn. Es ergibt Sinn, Freunde. Na klar wird es nicht aufgerufen. Es ergibt leider immer Sinn, Freunde. Das ist das Problem an der Programmierung. Egal, ob ihr gerade Fachinformatiker-Ausbildung macht, eine Sache kann ich euch erzählen. Es ist immer fucking logisch, was hier passiert. Das ist das Problem in der Regel. 99% der Fehler liegen an euch. Gut. Ich schreibe mal dran. Hey, Chris. Wie geht's dir heute Morgen? Wie geht's dir heute Morgen? Hier ist übrigens dein Fehler. Du musst das hier ruft er das Event. Hier wird über dem Event Bescheid gesagt, aber es wird nicht aufgerufen. Aber in dieser
Methode rufst du es dann auf. Haha, du bist so dumm. Viel Spaß beim Fixen. See you. Haha, not my problem, Alter. Das gehört, das macht, da kümmert sich Chris drum. Also ich bin auch Chris übrigens. Das schreiben wir jetzt einfach mal hier so als Kommentar rein. Ist not unser Cup of Tea. Da kümmert sich der Zukunfts-Chris drum. Zack. Zack. Damit ich das morgen sehe und dann freue ich mich, wenn ich das lese. So, Freunde, ich zeige euch, was wir heute geschaffen haben. Hüpfen wir mal ganz kurz rein in das Spiel. Alle, die neu sind, ich bin Chris, ich bin Spielentwickler und ich arbeite eigentlich hauptberuflich an dem Spiel Drover. Das ist ein Open-World-Rollenspiel mit unserem Publisher Deck 13. Und wir kreieren ja ein Rollenspiel à la Gothic, à la Morrowind, wo es nicht darum geht, Questmarkern hinterher zu laufen, sondern immersiv sich in der Welt zu orientieren. Ihr könnt es umsonst spielen, einfach Drover hier im Discord eingeben oder bei Steam hier oben einfach Drover eingeben und dann kommt ihr auf das Spiel. Aber, Freunde der Nacht, heute spielen wir ein anderes Spiel oder ich entwickle ein anderes Spiel mit euch und zwar Live Money Bitch Light Sims Money Bitch, keine Ahnung, wie wir das Spiel nennen werden. Es ist ein kleines Minispiel, an diesem Coktober Tag 18 sind wir. Ich programmiere jeden Tag von 11 bis 13 Uhr mit euch so ein kleines Mini-Projekt und heute haben wir dieses Projekt quasi definiert, dass wir jetzt hier Perks haben. Wir sind hübsch, kreativ, gierig, lovely. Wir sind schlau, stark, hässlich. Wir sind 18 Jahre alt, Thomas. Wir stehen in der Blüte unseres Lebens und wollen jetzt ausbrechen und die Welt kennenlernen. Wir haben Art Stufe 1, Computer Science Stufe 1, Handwerk Stufe 1, Social Science und wir sind arbeitslos. Das heißt, wir suchen uns erstmal einen Job und wir werden Lehrer. Deswegen ist es einfach, Lehrer zu werden, Freunde. So, und in diesem Spiel gibt es Events. Und bei diesem Event ist zum Beispiel das Einzige, was gerade drin ist. Eigentlich ist, sind noch viel mehr Events drin, muss ich immer so sagen. Aber wir haben gerade nur ein Event drin, und das heißt, die Oma ist gestorben. Denn hier wollte ich zeigen, dass wir ja gerade gierig sind. Hier seht ihr das, hier sind, wir sind gierig. Und dadurch können wir, also meine Oma ist gestorben und sie erbt mir 500 Euro. So, meine Schwester kommt auf mich zu, sie hat 21 Kinder und ist pleite. Und sie sagt, hey, kann ich bitte das Geld haben, dir geht's doch ganz gut. Und dann eigentlich kann ich sagen, ich brauche das Geld nicht, meine Schwester braucht es dringender und dann kann ich es ihr geben. Aber dadurch, dass wir gierig sind, können wir das nicht auswählen und wir können es halt nur selber nehmen. Wir können es halt nehmen, indem wir ihr helfen noch ein bisschen oder wir scheißen komplett auf sie. Und zum Beispiel, das ist die Idee dahinter, weswegen wir das eingebaut haben. So, jetzt haben wir aber Geld und in dem Spiel geht es darum, dass das Geld mehr werden soll. Bunny Mitch? Ach nee, Money Bitch. Genau, und es soll darum gehen, dass man mehr Geld jetzt bekommen kann. Das heißt, wie ein Finanzplan, nur gamifiziert als ein Rollenspiel. Das bedeutet, wir haben hier einen Finanzplan. Da sehen wir zum Beispiel, wie viel Geld wir bekommen. Dann haben wir verschiedene Jobs, die wir annehmen können. Und wir haben einen Markt, wo wir Sachen kaufen können. Wir können uns Autos kaufen, wir können uns Gebäude kaufen, wir können uns irgendwelchen Stuff kaufen, den ihr geil findet, zum Beispiel irgendwie einen Schwanz für eine Katze oder Öhrchen wie eine Katze. Dann können wir uns Tiere kaufen, Zitiger ist hier, die holen wir uns auch sofort, den schönen Hund. Eine Bengalkatze können wir uns holen, Gecko oder Nubi24 und wir können ins Fitnessstudio anfangen, ein Abo machen und so weiter und so fort, denn hier oben seht ihr, dass wir diese Werte natürlich im Griff bekommen müssen. Fitness, Stress und Happy, weil wenn das sinkt oder steigt, kriegen wir Probleme mit unserem Charakter. Und so surfen wir durch die Monate und wie gesagt, aktuell haben wir nur drin, zum Beispiel können wir uns jetzt ein Auto kaufen, wir können uns ja mal ein paar Sachen kaufen, wir kaufen uns mal ein Gecko-Car, können wir nicht kaufen, ein Rennsemmel. Und dann kaufen wir uns ein paar Katzenschwänze, ein paar Ohren und nochmal ein Gecko. Und noch ein Lion. Obwohl, den können wir nicht kaufen. Das ist ganz witzig, weil hier ist gerade noch ein Bug drin. Immer wenn ich das kaufe, wenn ich ein Gecko kaufe, bekomme ich ein Gecko, aber meine Oma stirbt und ich bekomme 500 Euro. So. Und jetzt sehen wir hier quasi, das ist noch ein bisschen drüber, muss ich noch ein bisschen aufpassen. Aber das ist unser Inventory. Das heißt, wir haben einen Hund, wir haben einen Rennsemmel, wir haben einen Schwanz, wir haben Katzenohren, wir haben Insekten, Geckos, ganz viele, 15 Stück. Und da sieht man zum Beispiel, dass man die jetzt auch aktivieren kann, um dann Boni zu bekommen. Ui, wird schon langsam viel, das alles zu erzählen, was wir hier haben. Das ist so die Spielidee, Freunde. Und das entwickeln wir gerade. Und da sind wir Tag 18. Und morgen geht's weiter von 11 bis 13 Uhr. Dann fixen wir diesen Bug hier, dass ich das nicht upgraden kann, was mich gerade super nervt und wo ich die ganze Zeit strugglen werde. Warum habe ich 3 Kinder und 0 Geld? Warum kann ich nicht 3 Geld und 0 Kinder haben? So kann man es auch sagen, Freunde. So, Freunde, wir sind durch für heute. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Montag. Ich gucke mal, wen wir jetzt raiden, Freunde. Ihr wisst, seit Raid-Time ist das Beste. Da freue ich mich mal drauf. Oh, sorry, ihr habt mich gerade doppelt gehört. Wir gucken mal, wer gerade dann fleißig am Programmieren ist. Gibt es denn gerade irgendwie so viele Programmierer? Weil es sind irgendwie voll wenig immer online, habe ich das Gefühl. Bam, 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 bam.
Bam, 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 bam. Okay, wir raiden den Artimus. Der ist ein super cooler Typ, den gucke ich da auch noch ein bisschen, während ich jetzt gleich anfange zu arbeiten. Artimus entwickelt so ein ähnliches Spiel wie wir, deswegen lasst ihn auf jeden Fall mal sehr, sehr, sehr liebe Grüße da. Und wir raiden da jetzt rein, Freunde. So, Freunde. Ich würde sagen, mit den Worten wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche, wenn wir uns morgen nicht sehen. Ich bin morgen wieder um 11 Uhr da. Da entwickeln. Nee, morgen bin ich nicht. Morgen bin ich nicht da. Morgen habe ich ein. Unser Planning-Meeting ist so. Das heißt, morgen bin ich nicht dort. Ich bin erst wieder Mittwoch dort. Mittwoch um 11 Uhr. Freunde, ich wünsche euch was. Bestellt liebe Grüße aus. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, einen Start in die Woche und wir sehen uns Mittwoch um 11 Uhr wieder. Heute Abend um 20 Uhr ist der Kai online. Heute ist der Kai online und entwickelt unser Drover-Spiel weiter. Das heißt, ihr könnt dort euch Drover anschauen um 20 Uhr. Sonst Mittwoch. Macht's gut, Jungs. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Haut rein und tschüss.